Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack Podcast, dem Podcast für Extrem Metal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 16. Folge des Hartschnack Podcasts. Der gute Steff befindet sich immer noch im Umzugsstress und somit habe ich einen Gast eingeladen, der es auch endlich mal geschafft hat, den ihr seit Wochen, seit Jahren fordert. Neben mir ist der liebe Doc Rock. Hallo Doc. Ja, hallo, schönen guten Abend. Wie ist es denn so? Ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf und ich bin richtig gut drauf schon den ganzen Tag und ich habe Bock auf die Sendung. Danke für die Einladung erstmal vorweg. Vielen Dank. Es ist eine Ehre, dass du teilnimmst. Ja, bevor wir gleich zum eigentlichen Thema kommen, gibt es einige Resonanzen zur letzten Sendung. Darauf möchte ich kurz eingehen. Eins steht schon mal fest, diese Sendung, die wir beim letzten Mal geführt haben über die Szene, da findet ein zweiter Teil statt mit einem anderen Gast aus der Szene, Sänger einer Band, Näheres später. Da dürft ihr euch drauf freuen. Kommt in den nächsten Sendungen irgendwann. Wann konkret genau, weiß ich noch nicht, aber kommt demnächst. Und ich wurde jetzt mehrfach angesprochen, dass die Folgen nicht mehr bei Spotify hochgeladen werden. Das hat folgenden Grund. Ich bin ein absoluter Technik-Vollidiot und habe selbst keinen Spotify-Account und habe da Probleme, irgendwas hochzuladen. Und der gute Steff hat das damals gemacht. Ich versuche mich in nächster Zeit, wenn es mein Job mal zulässt, reinzufuchsen und dann würde ich die ganzen Folgen, die noch nicht hochgeladen wurden, würde ich nachreichen. Solange müsst ihr mit YouTube vorlieb nehmen. Ja, soweit dann das Spotify-Thema und bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, letztes Wochenende war das Bata Metal Open Air, das erste Metal-Festival in Deutschland unter Corona-Bedingungen. Ich war da und ich muss sagen, ich habe quasi jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich sehe oder wenn ich dran denke, wie diszipliniert die Leute an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Die haben sich auf ihren festmarkierten Sitzplätzen hingesetzt, die haben Abstand gehalten beim Anstehen, da ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Die Securities hatten echt quasi nichts zu tun, die Crew war ganz entspannt, weil sie alle an die Anforderungen gehalten haben, sind auch, wenn sie vom Platz verlassen haben, alle mit Maske rumgelaufen. Wahnsinn. Aber daran merkt man, dass die Leute Bock haben auf Veranstaltungen, dass sie sagen, bevor sowas in den Bach runtergeht, benehme ich mich halt in der Mittag. Ja, und so muss das sein. Wieso warst du eigentlich nicht da? Boah, also das klingt ja erstmal super, dass die Leute so gut mitmachen. Ich habe leider noch keine Fotos gesehen. Ich habe nur die Fotos gesehen von Totenwache, von ihrem Auftritt. Da habe ich mir so sehr gewünscht, dass mal jemand einen Schwenk in das Publikum gemacht hätte. Ich hätte gerne gesehen, wie das da aussah, als die Leute sich so diszipliniert hingesetzt haben. Warum war ich nicht da? Das war letztes Wochenende und letztes Wochenende war der 60. Geburtstag vom Schwiegervater. Und da war großes Besäufnis im Garten, so groß war es nicht. Aber naja, ich muss sagen, das Bader habe ich seit Jahren auf dem Schirm. Ich will da wirklich schon ganz lange hin, das ist kein leeres Phrasengedresche. Aber es ist halt immer mitten im Sommer, in der Urlaubszeit, in der Reisezeit. Ich habe immer Pech, dass zu der Zeit Kollegen Urlaub haben, dass ich nicht fahren kann. Aber es steht wirklich ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Ich will das Bartha unbedingt besuchen. Also für mich gehört das seit einigen Jahren zum Pflichttermin. Ist wirklich ein schönes Festival. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du mal sehen willst, wie das Publikum diszipliniert in den Reihen gesessen hat. Auf der Bata-Seite bei Facebook sind einige Videos hochgeladen worden von der Ansprache von Heiko, dem Veranstalter und so weiter. Und da wird auch mal ein Schwenk ins Publikum gemacht. Das kann man sich immer schön angucken. Da siehst du immer so kleine Grüppchen daneben, immer diese 1,5 Meter Abstand. Jede zweite Bankreihe war frei. War super. Ja, und du sagst Totenwache. Zwei Dinge dazu. Totenwache gehörte für mich zu dem besten Gig, mit zu den besten zwei Gigs des Abends, neben Verheerer. Und in der nächsten Folge ist ein Mitglied von Totenwache bei uns zu Gast. Nein, ich habe da so einen Verdacht, wer das ist. Ja, das drängt sich schon fast auf, wenn man in den sozialen Medien hier und da mal mitliest. Ja, du brauchst eigentlich nur eine Steckdose hochhalten und der Typ ist da. Ja, so ungefähr. Ja, aber ich freue mich. Wir haben ein spannendes Thema gefunden. Es wird ein bisschen nerdiger, aber die nerdigen Folgen von uns sind auch sehr gut angekommen. Wo ich natürlich
gar keinen blassen Schimmer von habe. Aber die kommen anscheinend gut an. Gut, ich darf dir gratulieren, mein Lieber. Du hast 3 Jahre YouTube ausgehalten. Ja, ich allerdings. Ich bin schwer begeistert. Sag mal, wie bist du darauf gekommen, mit YouTube zu starten? Und hast du Vorbilder gehabt, die dich dazu bewegt haben? Ja, 3 Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das schon wieder klingt wie Phrasendrescherei, ich hätte auch nicht gedacht, dass es 3 Jahre werden. Ich hatte nie mir ein Zeitlimit gesetzt. Ich habe immer so gedacht, guck mal, wie weit du kommst. Guck mal, ob es dir Spaß macht. Ich muss sagen, das ist jetzt 3 Jahre her. Vor 3 Jahren hatte ich einen schlimmen familiären Schicksalsschlag. Da gehe ich jetzt natürlich nicht näher drauf ein. Aber ich habe so ein bisschen, ich habe nach einer neuen Aufgabe gesucht. Ich meine, ich habe Kinder und die Beziehung will gepflegt werden. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, ich möchte etwas noch mehr machen. Ich möchte mir eine Aufgabe suchen, die mich auch nebenbei erfüllt. Und wie kam es dann dazu? Ich habe so gedacht, also mein Musikinteresse ist schon immer mega groß. Und es gibt YouTuber in den USA, die machen das genauso wie ich. Die zeigen ihre Metal-Sammlung. Die setzen sich total Lo-Fi-mäßig vor ihre Kamera, halten ihre neuesten Platten hoch. Und dann habe ich so gedacht, boah, ey, das ist eigentlich ganz schön cool. Wieso macht das eigentlich keiner auf Deutsch? Dann habe ich so überlegt, gibt es eigentlich jemand, der sowas in deutscher Sprache macht? Weil, wie gesagt, mein Englisch ist nicht so gut. Ich meine, das Notwendige, was bei diesen US-amerikanischen YouTubern gezeigt wird, das kriege ich natürlich mit. One beer, please. Und ich habe mir so gedacht, wieso macht das keiner auf Deutsch? Es gibt so geile Mucke. Und ich habe auch durch diese YouTuber so geile Mucke kennengelernt. Habe ich so gedacht, weißt du was, das ist so einfach, Leuten zu zeigen, was es für geile Mucke gibt, und du musst die nicht mal irgendwie nerven mit dem Newsletter oder du musst sie nicht bitten, eine Zeitung zu kaufen. Nee, die können sich das abends angucken, wenn sie gerade auf der Couch hängen oder wenn sie im Zug sitzen oder sonst irgendwie. Und da dachte ich so, das machst du jetzt einfach, mach's doch auf Deutsch, weißt du was? Einfach mal machen. Und ja, was gab's für Vorbilder? Also der eigentliche Kasus Knaxus bei dem Thema YouTube, der mir so den Anstoß gegeben hat, ist der Mötley Crüe Forever One aus den USA. Der hat so um die 5000 Abonnenten. Wenn man englischsprachigen Content macht, sage ich mal, ist es eh etwas einfacher, Leute abzugreifen, weil halt die ganze Welt Englisch spricht. Und durch den kam das eigentlich. Der hat das auch total Lo-Fi-mäßig. Der rennt da rum mit seinen Schlapper-T-Shirts und du merkst einfach nur, die ganze Knete von dem geht bei der Musik drauf. Und das hat mir so imponiert und dann einfach, los komm, Kamera an und jetzt machst du das. Deutsche YouTuber, die das machen, habe ich nicht gefunden. Ich bin dann so in mich gegangen. Ich muss sagen, YouTube war jetzt nicht immer mein Lieblingssteckenpferd. Ich habe meine Zeit lieber mit Plattenhören verbracht. Aber meine, klar, wenn man sich für Metal interessiert und bei YouTube ein bisschen rumklickt, kommst du ganz schnell auf bekannte YouTuber. Aber die haben das nicht so gemacht. Die haben zwar immer mal ein paar Tipps gegeben und ja, aber irgendwie nicht so gehaltvoll nach meinem Geschmack, wie ich das immer gerne hätte. Und Black Metal ist einfach meine Leidenschaft schlechthin. Und ich finde, diese Sammelleidenschaft bei Black Metal, die ist dort einfach am präsentesten von dem, was ich so kenne. Sicherlich kriegen jetzt bestimmt Heavy Metal Fans oder Death Metal Fans jetzt gerade ein Herzkasper, wenn ich das sage, aber ich finde halt, im Black Metal kriegst du sehr viel geboten als Sammler. Durch verschiedene Auflagen, viele Labels und verschiedene Versionen und. Und ja, und dann ist es einfach so gekommen. Ich dachte einfach, komm, du machst es genauso Lo-Fi-mäßig, wie Black Metal früher war. Mach die Kamera an, gib dir jetzt nicht sonderlich viel Mühe mit dem Ton oder sonst irgendwas. Einfach machen, es geht um die Musik. Ja, und so sind jetzt 3 Jahre vergangen. Wenn ich jetzt mal frech dazwischen grätschen kann, klingt das auch so nach dem Motto, Achtung, ich habe keine Ahnung von Technik, also mache ich das genauso, wie Black Metal früher war. Aber ich möchte dir jetzt nicht vorwerfen. Nee, also ist gar kein Geheimnis, dass ich technisch nicht besonders versiert bin. Also ich kann gerade so eine Bohrmaschine halten und auch sonst alles, was mit Technik zu tun hat. Ich kann meine Musikanlage laut und leise drehen und eine Platte auflegen. Das kriege ich alles hin. Aber jetzt wirklich mich hinsetzen und mit einem tollen Schnittprogramm und so, das war für mich lange echt immer ein Fremdwort. Also ich nach wie vor, ich glaube, PCs hassen mich und ich hasse PCs. Und ja, also ist tatsächlich so, dass ich so aus der Not eine Tugend gemacht habe. Ja,
Ja, aber ich darf mich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir hatten gerade eben das Thema Spotify. Ja, aber bleiben wir noch mal kurz, bevor wir zur Sammlung kommen, bei der deutschen Metal-YouTube-Szene. Wie siehst du die? Ist sie gut aufgestellt und ist sie qualitativ hochwertig aufgestellt? Ist da was, was zu verbessern gilt? Wenn du sämtliche Möglichkeiten hättest, was würdest du machen oder verbessern? Hau mal raus. Du bist da ja Firma als ich zum Beispiel. Also ich sag mal, als ich angefangen habe, mich für Metal-YouTube zu interessieren, bist du ganz schnell auf einen gestoßen. Ich nenne da jetzt keine Namen, ich meine auch nicht den Drachenlord. Man stößt halt auf jemanden. Und ich glaube, der war einfach damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich muss sagen, ich habe auch, sage ich auch ganz offen und ehrlich, warum auch nicht, durch ihn gute Bands kennengelernt. Also der hat da so Tipps gehabt, dachte ich so, meine Fresse, ey. Also der guckt natürlich auch in alle Richtungen und hat mir auch gute Tipps gegeben. Aber mit der Zeit finde ich das, was er macht, ich muss das jetzt mal so sagen, lächerlich. Er hat eine Reichweite bei YouTube, die ist jenseits von Gut und Böse, wenn man über Metal-YouTuber nachdenkt. Und er hat diese Reichweite, die er hat, nutzt er für Belanglosigkeiten. Er redet meiner Meinung nach über Bullshit. Er hat so eine Reichweite, du könntest jede Woche 3-4 Plattentipps rausgeben von kleinen Bands, die da so dankbar drüber wären. Und was macht er? Er redet über Bibis Beauty Palace und macht 10 Rammstein-Videos nacheinander, dieses Clickbait-Scheiß. Ich meine, das ist so lächerlich. Also, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn man Metal-YouTube sich reinzieht, spielt der schon lange keine Rolle mehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe den Eindruck, er hat sich auch weiterentwickelt. Also er ist jetzt sehr auf seiner Mittelalterschiene und ist halt, ich möchte meinen, tatsächlich im Mainstream angekommen. Vielleicht war das sein Ziel, dann gratuliere ich ihm dazu, dass er das auch so erreicht hat und auch ja in vielen Teilen auch authentisch erreicht hat. Also da möchte ich, ich möchte ihm nicht vorwerfen, dass er da opportunistisch ist, auch wenn er viele, wie du schon sagst, Clickbait-Videos gemacht hat. Aber wenn ich mir zum Beispiel Review-Videos anschaue, wenn er zum Beispiel Lindemann Mathematik auseinander nimmt, dann hat das schon Hand und Fuß, was er da erzählt. Das ist also auch kein Schwachsinn. Nee. Also diesen Spagat zwischen ich habe jetzt eine Reichweite und die baue ich weiter aus, indem ich über Bands spreche, die eine gewisse Popularität haben. Wir sprechen da über Freiwild, wir sprechen auch über Onkels und so, die natürlich völlig entfernt von dem sind, womit er angefangen hat, ohne Frage. Aber dann auch noch bei sich selbst zu bleiben, dieses Mittelalterzeug. Da war ich jung, da habe ich drauf gestanden. Bei ihm habe ich den Eindruck, er wird älter und er wechselt da in diesen Bereich rein. Habe ich aber überhaupt kein Problem mit. Ich sag auch, früher habe ich auch regelmäßig die Videos geschaut und ich habe ihn noch abonniert, aber ich glaube, ich schaue mir, wenn das Thema passt, vielleicht jedes 30. Video an. Ja, genau. Das ist so. Nee, also um Gottes Willen, ich finde halt, dass er rhetorisch ziemlich auf Zack ist. Also ich höre ihm gerne zu, das musste ihm lassen. Er hat auch diesen Podcast, den er da macht, mit dem Gegenüber da von Heaven Shall Burn. Das kannst du dir anhören. Die Beten sind unterhaltsam. Das ist inhaltlich, es ist kein Musikthema mehr im Sinne von, wir reden hier über tolle Bands, tollen Black Metal oder sonst irgendwas. Aber er ist anders unterhaltsam. Aber ich finde halt so, er braucht sich auch nicht wundern, dass es eigentlich so, so diese Credibility bei den Metal-Fans eigentlich ziemlich verspielt hat. Also er hat eigentlich eine ziemlich EMP-Zielgruppe, um das mal so blöde zu sagen. Aber ja, ich denke, er ist bei vielen unten durch. Ja, genau. Aber das hat, glaube ich, auch häufig damit zu tun, dass er, ja, er nannte das ja Weiterentwicklung, erwachsen werden und hat sich dann über 40-Jährige beschwert, die noch in der Szene aktiv sind und dann gegen diese Trueness und so weiter, ja, nicht gewettert hat, aber ein Thema draus gemacht hat, dass das eigentlich lächerlich wäre. Und da habe ich mich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt bei mir persönlich, weil bei mir insbesondere das Black Metal so eine emotionale Bedeutung hat. Man beschäftigt sich viel mehr mit Musik als das Umfeld, hat man das Gefühl. Man ist viel mehr drin im Thema als das Umfeld. Man ist leidenschaftlicher und wenn ich Bandshirt trage, trage ich die nicht. Ah, doch, ne, das wäre jetzt falsch zu sagen. Trage ich sie nicht, um der Außenwelt zu zeigen, was ich für Musik höre. Aber sagen wir mal so, ich würde den Schwulness-Faktor nie diskutieren, weil ich dann die Arroganz besitze, mich über die Leidenschaft und die Emotion der Musikfans
hinwegzusetzen und zu sagen, pass auf, das, was du da fühlst, das, was du da auslebst und wie du damit umgehst, ist lächerlich. Und diese Arroganz würde ich nie an den Tag legen. Das stimmt, ja. Und das ist so ein Ding, da hat er sich vielleicht ein Stück weit zu weit aus dem Fenster gelehnt, auch wenn er es vielleicht nicht so gemeint hat. Ja, und auch so diese ganzen Debatten über Varg Vikernes und Borsum und ob ich das hören darf und sonst irgendwas, so dieses... Die Frage haben wir übrigens im Podcast auch schon mehrmals gestellt. Ja, ich will da jetzt gar nicht alte Wunden öffnen. Es ist nach wie vor so, ich würde niemals im Internet irgendwie so rumtrollen, um Gottes Willen. Du fragst mich danach, ich gebe dir eine Antwort. Aber alles in allem, wenn einen das überfordert oder unterfordert, was er da macht, einfach die große rote Taste auf der Fernbedienung drücken und schon bist du das Problem los. Und ja, aber gut, er ist ja nicht der Einzige. Genau darauf wollte ich hinaus. Es gibt ja hier und da auch jemanden, den man ernst nehmen kann, wo man sich die Videos tatsächlich auch regelmäßig und gerne anschaut. Ja, also gut, ich sage es mal, jetzt gehen wir mal eine ganze Kategorie weiter runter von den Abonnentenzahlen und es ist schwer, keinen Namen zu nennen, aber ich sag mal, der mit dem norddeutschen Slang, den gucke ich mir persönlich sehr gerne an, weil er hat... Der war übrigens auch schon bei uns zu Gast. War er nicht, ehrlich, ich muss eure alten Folgen mal durchhören. Doch, er war auch schon zu Gast. Also ich finde ihn interessant. Er hat zu einem die Sicht eines Musikers und er hat zu einem die Sicht eines Musikfans. Und das macht es immer sehr interessant. Und ich finde auch so diese ganzen Storys von Tour und was Bands nervt oder was Bands doof finden und sowas. Er hat da schon richtig coole Videos gemacht. Und auch die Musik, die er sich reinzieht, da sind viele Sachen dabei, die mir nie in den Sinn kommen würden, die zu hören. Weil, das gebe ich gerne zu, auch ich ein sehr eng geschnürtes Korsett habe. Man kann einfach nicht jedes Label hören, unterstützen, supporten, wie auch immer. Ich kenne meine Schwächen, sage ich mal, dass ich ein sehr eng geschnürtes Korsett habe. Und deswegen finde ich es sehr interessant, auch mir mal seine Tipps anzugucken, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, dann gehen wir mal nach Dortmund zu dem guten... Grindcore, Death Metal... Ja, zum Ping-Minister. der ist schon sehr unterhaltsam. Gut, die viel Musik, die er vorstellt, interessiert mich einfach nicht, aber ich finde seine Videos unterhaltsam, lustig und den gucke ich mir gerne an, auf jeden Fall. Und er ist auch so ein Oldschool-Typ, sage ich mal, dem es auch um die Musik geht und einen Fick auf alles gibt. Absolut, aber der Gore-Minister hat bei mir eine erhebliche Delle kassiert. Oh. Als er damals Musiktipps hören musste oder gesagt hat, ich höre mir mal was an, was ihr vorschlagt, dann schlägt ihm einer die Theme de Pur da Rebellion, oder wie die heißt, von Fortress vor. Ein Meisterwerk. Unbestrittenes Meisterwerk, tatsächlich. Absolut. Und das hört er sich 30 Sekunden an, skippt vor. So ein typischer Black Metal, kann ich nichts mit anfangen. Ach, das ist nicht oder? Mal typischer Black Metal, ey. Nee, noch nicht mal das, ja. Und da habe ich gedacht, Alter, jetzt... habe ich gemerkt, wie mein Herz ein Stück weit in sich zusammengefallen ist. Ja gut, aber da sind wir doch mal ganz selbstreflektiert, wenn wir irgendeine Gore-Grind-Platte aufnehmen. Richtig, bin ich völlig raus. Ja, das machen wir 30 Sekunden an, so, ach nö, ja. Was hast du noch so? Genau so ist es. Genau so aber ist es. Ich sag mal, das sind ja jetzt nicht die einzigen, die da sich im YouTube versuchen. Es gibt ja eine ganze Reihe von YouTube-Metal-YouTubern, sage ich jetzt mal, die unter den 1000 Abos rumkrebsen. Ich nenne da jetzt keine Namen, aber ich habe halt bei vielen das Problem, dass sie so tun, als wäre die Musik so ein Lifestyle-Produkt. Dass sie das so wie, das ist wie eine Musik, die machst du an und danach machst du die wieder aus und dann muss dich das auch nicht mehr interessieren. Du kannst das halt mal hören und dann war's das. Klar, kann ja jeder machen, aber das ist halt nicht mein Cup of Tea. Das ist ganz niedlich, wie sie es machen und aber halt auch so mega professionell bei vielen, da so mit ordentlichen Jump-Cuts in dem Video drinne und lustigen Einspielern und sonst irgendwas, da denke ich mir nur so, boah, ja, mach halt, aber es ist kein Wunder, dass du hier mit den Abozahlen nicht hochkommst, weil ich glaube, die Leute kaufen es dir nicht ab, was du hier anbietest. Und ja, also das ist schön, dass es so viele YouTuber gibt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Nachfrage ist einfach gerade nicht da. Wo ich das sagen muss, das verstehe ich nicht, dass die Nachfrage nicht da ist, weil es ist doch Musik, die wir alle lieben, die wir schätzen. Also in meinem Fall Black Metal, die anderen halt, was weiß ich, gerne Pagan Metal oder sonst irgendwas. Und warum sollte ich mir nicht gratis diese Infos abholen im Internet? Also du hast ja damit keinen Aufwand. Mach's an, lässt 10 Minuten laufen, holst über Bandtipps ab, wunderbar, und machst es wieder aus.
Ja, da hast du vollkommen recht, da bin ich völlig bei dir. Die Sache ist die, ich glaube, wir überschätzen uns alle selbst. Jetzt nicht, weil wir irgendwas in den Äther blasen, aber wir haben vielleicht einen anderen Zugang zu der Musik wie 90% aller anderen Leute, die das wirklich nur freizeitmäßig hören. Ich habe in meinem Umfeld welche, die freuen sich, wenn sie einmal im Jahr zum Wacken fahren. Ja, ja. Und dann und dann gehen die ins Fitnessstudio, lassen dann Amon Amarth laufen, dann lassen die Sabaton laufen und das ist halt so, dann fühlen die sich als harte Heavy Metaler. Wenn ich jetzt aber hier mit Schrat und mit Halfers komme, die denken doch, ich studiere gerade Biomechanik oder was, die haben doch gar keine Ahnung, wovon ich spreche. Das ist schon, worüber wir sprechen, ist schon ein sehr, sehr kleiner Kreis, habe ich das Gefühl. Ich meine, selbst wenn du auf Festivals und Konzerte, ich kann, wenn ich nach Freiburg zu einem Konzert fahre, am anderen Ende der Republik, kann ich dir garantieren, ich kenne mindestens, also zum Black Metal Konzert, dass ich mindestens ein oder zwei Leute kenne, die ich jemals irgendwo schon mal getroffen habe. Ja, aber das finde ich, das ist gerade das Schöne daran, dass die Leute das sich wirklich diese mega langen Kilometer in Kauf nehmen und wirklich die Sache unterstützen. Und finde ich toll. Also ich finde das total klasse, wenn man bei vielen Konzerten Leute sieht, die man auch von woanders her kennt. Klar, das macht natürlich diesen Kreis sehr, sehr klein, das stimmt. Aber weil du das gerade sagtest, dass die einmal im Jahr auf Wacken fahren, ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe vom Wacken. Ich meine, ich war noch nie beim Wacken, ich will mich da jetzt auch nicht so böse negativ äußern, weil, sind wir da mal ehrlich, die Bands, die da spielen, sind doch zum Niederknien. Du hast dort, also die Bands dort, also Helm ab, Frau Mütze, das ist absolut geil, was du dort geboten kriegst. Aber ich glaube, von dem, was ich übers Wacken weiß, ich würde mich dort nicht wohlfühlen, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so eine Zirkusveranstaltung. Dass die Leute einmal im Jahr wie auf Malle da hinfahren, die Sau rauslassen, den ganzen Tag die Pommesgabel machen und denken, sie sind die ultimativ härtesten Mettler, die es gibt. Ich möchte mich irgendwie nie mit den Leuten in einen Topf werfen lassen. Sage ich jetzt mal ganz arrogant. An anderer Stelle ist genau dieser Punkt besprochen worden. Zwei Dinge. Ich war bis 2013 regelmäßig auf Wacken und ich kann sagen, dass ich jedes Mal Spaß hatte. Also es war nicht einfach, egal wie das Wetter war oder was, jedes Mal hat es richtig Bock gemacht. Aber kannst du das? Aber ich habe, was kann ich? Kannst du das ausblenden, dass da 7000 Leute gefühlt um dich rum mit einem Bananenkostüm und mit Häschen Ohren da rumspringen? Und nein. Ganz offen, nein. Und ich würde mir auch, glaube ich, so schnell keine Eintrittskarte mehr holen. Allerdings habe ich schon mal drüber nachgedacht, mit Steff mal eine Sendung zu machen, dass wir tatsächlich zum Wacken fahren und wirklich offensichtliche Black Metaler fragen, was sie eigentlich machen. Da hätte, also auf so eine Idee bin ich auch schon gekommen. Bei mir hat sich aber auch die Sicht auf Wacken erheblich verändert in den letzten Jahren. Während ich natürlich, wie du das sagtest, die Bands, die da kommen, sind zum Niederknien. Wenn ich zwischen Headliner siehst du teilweise nur in Wacken und sonst nirgends. Jetzt ist es aber so, dass ich, wenn das Line-Up komplett ist, die letzten 3-4 unteren Zeilen lese, genau. Gucke, was darum läuft. Und dafür gebe ich aber keine 250 Euro Eintritt aus. Weil den dicken Headliner im Black Metal, wen hast du da? Dimmu Borgir vielleicht noch. Und dann wird Satyricon darf sowieso nicht auf dem Wacken spielen, weil die sich wohl mal verkracht haben. Also? Ja. Die haben ewiges Wackenverbot. Und ja, was kommt denn dann? Und dann sind das wirklich Bands, die kannst du tatsächlich irgendwo mal sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel mal Fortress zum Wacken kommen würde. Ich glaube, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, mal eine Karte zu holen, weil die siehst du ja verdammt selten. Und ich kenne jetzt hier und da einen Festivalveranstalter. Wer kann sich denn für unser Budget, das wir alle hier in Deutschland haben, so eine Band wie Fortress leisten, dass die über einen großen Teich kommen mit ihrem ganzen Equipment? Das kriegst du als Veranstalter doch gar nicht gewuppt. Ja, wahrscheinlich würde Wacken das aus der Portokasse bezahlen, das stimmt. Ja, sicher. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, es war 2005 oder 2004, irgend sowas in dem Dreh, wo Darkthrone in ihren einzigen, sage ich mal, Auftritt überhaupt gespielt haben. Also, es gab ja mal ein paar Konzerte in Norwegen, aber damals das Ding nur mit Nocturno Culto. Und ich glaube, da waren noch Leute von Satyricon dabei, also ohne Fenris. Aber ich glaube, da diesen Auftritt zu sehen, ich glaube, da geht auch jedem der Knopf auf, der irgendwie was von Black Metal versteht. Also absolut. Wegen sowas würde ich da hinfahren, klar. Aber gut, ich will jetzt nicht auch ewig hier übers Wacken vom Leder ziehen. Ich fahre halt nicht hin und fertig aus. Und ja, aber da sieht man mal, dass Wacken eine gewisse Relevanz hat, weil wir haben auch jede zweite Sendung sprechen wir mindestens einmal übers Wacken. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und ja. Weil die den Spagat tatsächlich, wie du sagst, zwischen Kirmes schaffen, aber dann auch unter der Hand, natürlich, die meisten, die da hinfahren, kennen die Bands nicht, die ich mir angucken würde. Die stehen da bei Sabaton und die stehen dann da bei
Doro und bei Alice Cooper. Obwohl, ja. Alice Cooper habe ich auch da gesehen, fand ich auch super. Aber die kennen die ganzen Lüttenbands nicht. Und wenn du dann da ins Zelt gehst, und da spielt letztes Jahr Nordgiebel, da habe ich mal ein Video von gesehen, hat Wacken, glaube ich, komplett mal in Gänze hochgeladen. Mhm. War ein geiler Gig, aber da war auch das Zelt nur halb voll. Tja. Ja, ist kurios. Also gut, aber muss jeder selber wissen. Ich glaube, ja. Ich für meinen Teil jetzt, ich bin jetzt ein erwachsener Mann und ich könnte das irgendwie nicht mehr ausblenden, dass da die Leute so, jeder Zweite hält dir die Pommesgabel vors Gesicht oder ist da sturzbesoffen. Das ist auch etwas, was ich bei den Black-Metal-Konzerten sehr schätze, dass sich Leute zu benehmen wissen. Also klar hast du auch mal die Alkoholleichen irgendwo rumliegen, aber so, dir geht von der Sache her, also klar, es gibt immer Ausnahmen, aber dir gehen nicht so viele Leute auf den Zünder, wie jetzt mal bei großen Festivals irgendwo, Full Force oder ja, teilweise auch schon beim Partisan. Ich finde halt so, dass diese eigenständige Black-Metal-Zielgruppe, da sage ich jetzt einfach mal UTPS, dass die Leute dort sich benehmen können. Und das ist wirklich sehr erwachsen und wird der Musik gerecht. Und deswegen fühle ich mich bei Festivals wie dem Under the Black Sun sauwohl. Ja, aber das Under the Black Sun hat ein Durchschnittsalter von 35 und nicht von 19 wie im Wacken. Obwohl ich sagen muss, da ist natürlich die Altersgrenze auch nach oben, weil es halt viele Wochenendrocker gibt. Aber ich lasse mir von dir auch nicht das Bier malig reden. Ich trinke nämlich auch gerne viel Bier auf solchen Dingern. Ja, deswegen sind wir ja auch da, oder? Ja, aber du sagst, ausblenden von diesen ganzen Bananenkostümen. Also hatten wir in einer Folge besprochen, da lief einer auf dem Barter mit einem Dino-Kostüm rum. Und beim Dark Troll, da wird auch am Donnerstagabend rumgekaspert oben auf dem Sportplatz. Nicht in dem Ausmaß, weil es natürlich weniger Leute sind, aber es gibt sie immer. Es ist genauso, wenn du, egal in welches Dorf du fährst, es ist nichts da außer eine Dönerbude. Das ist dasselbe. Ja, klar. Ja, mein Gott. Ja, gut, leben und leben lassen, aber das habt ihr in der letzten Sendung auch ganz gut auf den Punkt gebracht, wo ihr gesagt habt, dass das zum Beispiel beim UTPS nicht hingehört, da so ein Dino-Kostüm anzuziehen, weil die Musik soll auch ernst genommen werden. Also klar, man soll seinen Spaß haben, aber ich finde, das wird der Musik halt nicht gerecht. Ja. Genau, und da sind wir wieder beim Thema, die Musik im Black Metal. Ich habe das Gefühl, die Black Metal-Fans sind viel, viel leidenschaftlicher als der Rest der Metal-Szene. Auch wenn ich mich jetzt damit wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster lehne. Eine ähnliche Emotion kenne ich nur von irgendwelchen Hip-Hop-Konzerten. Und das sage ich ungern. Aber ich war mal in Berlin auf einem Hip-Hop-Konzert und die Leute sind da emotional so aufgegangen. Ich habe mit der Musik wenig anfangen können tatsächlich. Aber mir ging das. Ich stand an der Theke, habe mein Bier getrunken und das hat mich glücklich gemacht, wie ich gesehen habe, wie die Leute, weil ich da so viele Anknüpfungspunkte hatte, die Leute da auch emotional total aufgegangen sind. Das ist so die leidenschaftlichsten Fans, die ich jemals bei einem Konzert gesehen habe. Gut, ich habe jetzt mal die bösen Onkels mal außen vor, weil die sind schon so eine generationsübergreifende Band, wo die Leute mit Herzblut jeden einzelnen Liedtext mitschreien. Aber jetzt mal einfach mal beim klassischen Metal. Die leidenschaftlichsten Fans, die ich je gesehen habe, waren immer bei Blind Guardian. Wenn du bei Blind Guardian bist und die ganze Halle singt alles mit, und gerade wenn die dann bei The Bard Song nur mit der Klampfe auf der Bühne sitzen und 2000 Leute in so einer Halle singen diesen Song mit, das ist Gänsehaut pur. Also das ist wie im Fußballstadion und das ist, ja, also das ist Leidenschaft. So auch bei Blind Guardian finde ich ganz toll. Um das Thema Metal-YouTuber kurz abzuschließen. Ich bin ja auch in den sozialen Medien hier und da in diversen deutschen Black-Metal-Gruppen und da kann ich dir mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ich lese oft, dass Doc Rock der einzige ernstzunehmende YouTuber wäre. Oh, 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 oh. Ja. Nur um gleich mal die Messlatte hochzusetzen für unsere Sendung, ja? Dass du da nicht komplett deinen Ruf jetzt ruinierst. Ich finde auch, dass der Podcast von euch auf jeden Fall mehr gepusht gehört. Weil es ist interessant, es ist informativ und es macht einfach Laune. Und auch wenn das jetzt vielleicht fies ist, dass ich das sage, aber Spotify ist wirklich wichtig. Weil viele hören, also ich selber höre gerne Podcasts abends, wenn ich im Bett liege. So, da kannst du schön den Timer einstellen, das geht nach der Folge aus. Am nächsten Tag kannst du auch zur Not weiterhören. Also du hast halt Spotify, kannst du ganz bequem Podcast hören. Und ich finde, euer Podcast muss viel mehr nach oben, wirklich, weil es echt interessant ist. Und wenn wir das Ding hier dann online setzen, wird es bei euch durch die Decke gehen. Ich werde so die Werbetrommel rühren, das wirst du erleben. Ich bin gespannt. Ich werde dann auch deine Videos demnächst alle einschalten und einen Counter mitlaufen lassen. Sehr gut, ja.
So, dann kommen wir mal zu deiner Sammelleidenschaft. Wir haben dich natürlich eingeladen, weil du durch das Sammeln eine gewisse Bandbreite an Kenntnissen mitbringst. Okay. Jetzt muss ich doch noch mal einen Schritt zurück machen, weil wir einen wichtigen Punkt vergessen haben. Bitte. Fragen wir jeden Gast, wie bist du eigentlich zum Metal gekommen? Ach so, das ist mir doch noch nicht aufgefallen. Ja. Ja, wie bin ich zum Metal gekommen? Ich würde vielleicht mal noch ein bisschen eher anfangen mit meiner Musikleidenschaft. Also so, ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommen wird. An eine ganz frühe Erinnerung, die ich so habe. Ich war vielleicht 7 Jahre alt und meine Eltern hatten damals in der Stube einen Plattenspieler stehen. Und auf diesem Plattenspieler lag des Öfteren mal so eine Western Country Roads, ganz plakativ, so eine alte Amiga DDR-Platte. Und da war Johnny Cash drauf mit, ja natürlich mit Ring of Fire. Und das Lied hat mir so gut gefallen, dass meine Eltern das immer wieder anmachen mussten. Und ich weiß auch, dass ich mir dieses Lied selber angemacht habe, so mit meinen Bockwurstfingern mit 7 Jahren, habe ich selbst geschafft, diese Platte aufzulegen und habe mir einen Stuhl in die Stubenmitte gestellt und habe so Luftgitarre zu Johnny Cash gespielt. Und dort habe ich gewusst, irgendwie, ja, dort wurde wahrscheinlich meine Leidenschaft damals getriggert, dass ich ja, gerne Gitarre spielen würde, aber ich bin halt selber sehr unmusikalisch. Aber so, das ist so meine früheste Erinnerung, die ich an Musik habe, mit 7 Jahren, mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen Kindergartenliedern. Und das hat sich dann so gesteigert. Mich haben immer Charts interessiert. Also klar, diese klassischen Billboard-Charts. Wie gesagt, ich bin jetzt Ende 30. Damals war noch nicht mit YouTube, Spotify oder sonst irgendwas. Damals musstest du wirklich noch Bravo Hits TV gucken, wenn du irgendwie Radiomusik oder sonst irgendwas vorgestellt haben wolltest. Christiane Backer. Ja, genau. War ich verliebt. Ja. Kennst du das Lied von den Kassierern, die Scheide von Christiane Backer? Nein, das verstehe ich jetzt, wenn ich diesen Titel höre, weiß ich auch gar nicht warum, aber nein, ich kenne es nicht. Ja, ich habe mich über die Chartmusik auch schon interessiert und damals mit meiner Cousine zusammen haben wir uns immer überlegt, boah, wer ist jetzt Platz 1 und so hat sich das einfach so gesteigert. Ja, und dann war ich in der 5. Klasse und da ist ein Lied rausgekommen von Rednecks, Cut and I Joe, kennt bestimmt ja, auch noch jeder. Ja, der Klassiker. Und das war die allererste Kassette, die ich mir gekauft habe. Mein allererstes musikalisches Full-Length-Album, sage ich jetzt mal, war Rednecks. Irgendwie Pith the Gills oder so hieß das. Da bin ich richtig so in einen Plattenladen gegangen und habe mir die gekauft. Die kamen 30 Mark. Und weißt du, so in der 5. Klasse 30 Mark, das war ja 3-4 Wochen Taschengeld. Und ich habe die hoch und runter gehört. Und ich wusste immer, mir gefällt Gitarrenmusik im weitesten Sinne. Und dann später mal in der 6. Klasse habe ich mal ein Video gesehen, irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, auf jeden Fall in dem Video war AC/DC zu sehen mit Thunderstruck, dieses bekannte Live-Video, wo die wie so eine Arena stehen und das Lied singen. Bisschen und, so Mad Max, ich glaube so Mad Max Optik hatten die da, glaube ich, so ein bisschen. Ja, war ganz viel helles Licht und war einfach beeindruckend. Und Shout It Out Loud heißt das Lied, glaube ich, von Kiss. Habe ich auch ein Live-Video dazu gesehen. Und dann bin ich in die Schule gegangen und habe das den ganzen Tag so vor mich hergesungen, so diesen Kehrreim. Shout It Out Loud, You Got To Have A Party. Und das kannten dann so 2-3 Leute auch aus meiner Klasse und so ist man dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Das Problem war immer, ich hatte jetzt keinen richtigen Mentor für Metal-Musik oder für Rock-Musik. Mein Dad hat zwar so ein bisschen Queen gehört und auch so ein bisschen AC/DC, aber er war viel Montag bis Freitag arbeiten und so, da war nicht so viel mit Daddy, zeig mir doch mal die neueste Platte von AC/DC. Ich habe mir das alles so ein bisschen selber angeeignet, so im Rahmen des Möglichen. Ja, und in der 8. Klasse, im Sommer zur 8. Klasse, weiß ich noch, war ich mit meinen Eltern auf einem Wochenmarkt in Meißen, in der Porzellanstadt Meißen. Und auf diesem Wochenmarkt waren so diese klassischen, ja, wie sagt man, Asia-Händler, die da ihre Raubkopien unter anderem angeboten haben. Und da lag eine Kassette von den Bösen Onkels. Oh Mann, was ist denn das hier? Böse Onkels, habe ich schon mal gesehen auf irgendwelchen T-Shirts. Und das war das 1-Album. Ich so, hier, habe ich die Kassette so hochgehalten. Mutti, guck mal, das 1-Album von den Bösen Onkels. Was kostet denn das? Ja, das kostet 8 Mark. Ja, dann nimm sie doch mit. Und das Ding habe ich wirklich fast kaputt gehört. Also das Band war schon so dünn. Ich habe das hoch und runter gehört. Und ja, die Onkels eben.
Aber Kirche. Damals war ich schon Riesenfan von Kirche. Wo das Ding rauskam, das habe ich echt, ich glaube, wochenlang in Dauerschleife gehört. Und das musste man ja auch immer so, also 8. Klasse, so mit 14, 15, das musste man ja auch so heimlich hören, dass die Eltern die Texte nicht hören. Ich habe das dann auf meinem Kassettenradio gehört, an meinem Kinderzimmer-Schreibtisch und immer so mit einer Hand so auf der Stopptaste, weil wenn die Kinderzimmertür aufliegt, der Vater will wissen, was das ist. Und wenn das gesungen wird, ja, du Hurensohn, nee, singen sie ja nicht, aber irgendwas in Gänsefüßchen Radikales, das hätte mir mein Vater sofort weggenommen. Ich glaube, der hat das damals gar nicht gewusst, dass ich die Kassette gekauft bekommen habe. Und ja, das war so ein bisschen, man hat so dieses Underdog-Gefühl gehabt. Man hat so gedacht, rebellisch. Man hat sich rebellisch gefühlt. Ich höre hier was nicht so viele hören. Und es ist mal keine Chartmusik und es ist mal nicht Blümchen und was weiß ich, was damals so rumging. Ehe man so ein bisschen Identität entwickelt hat, hat man gedacht, man hört jetzt etwas ganz Spezielles. Und dann war die 9. Klasse und in der 9. Klasse ging es dann los mit Metal. Und ich hatte damals einen EMP-Katalog. Den habe ich mir schicken lassen. Irgendwie hat jemand erzählt, hier kannst du Metal-Klamotten kaufen, du hörst doch so böse Onkels und so, das gibt's da in dem EMP-Katalog. Ich so, was ist das denn und so. Und auf dem Cover damals von dem EMP-Katalog war von Blind Guardian, war das Nightfall in Middle-Earth-Cover drauf. Und ich dachte, boah, das sieht ja geil aus und so, aber naja, hier für 35 Mark damals die CD jetzt kaufen oder bestellen. Die Mutti macht das sowieso nicht, weil du darfst ja unter 16 oder unter 18 keine Geschäfte abschließen. Also da habe ich immer nur davon geträumt, was ich mir nicht alles kaufen würde. Aber mein bester Freund damals aus der Schule, der hatte seine Eltern, die waren dann noch etwas liberaler. Meine Eltern waren, das soll jetzt gar nicht falsch klingen, meine Eltern waren total lieb und haben mir alles gekauft, was sie mit ihren wenigen Mitteln möglich gemacht haben. Aber ich musste halt aufpassen. So, dass sie nicht denken, oh, der wird ein Satansanbeter und sonst irgendwas, was man sich so damals ausgemalt hat. Wenn jetzt, wenn man selber Elternteil ist, denkt man sich auch, ich würde mir jetzt nie Angst haben, dass meine Kinder irgendwie Teufelsanbeter werden. Gut, ich habe einen ganz anderen Zugang dazu, aber wahrscheinlich hat man damals mit 14, 15 so quer gedacht, ja, dass man einfach nur Angst hatte, dass es falsch verstanden wird. Hatten wir auch in einer Vorgängerfolge, so Anfang, Mitte der 90er war die Satanismus-Thema groß verbreitet. Wir hatten ja letztes Mal den Satansmord von Sondershausen besprochen oder die ganzen Kirchenbrände in Norwegen und so. Und da, ja, und da war das Thema regelmäßig in den Medien und somit hat es auch die breite Masse erreicht. Ich erinnere mich, als mein Vater mal abends von so einer Veranstaltung wiederkam, als von unserer Kirche das Thema Satanismus diskutiert wurde. Und meine Eltern sind eigentlich gar keine Kirchgänger, auch außer alle 10 Jahre zu Weihnachten mal. Und mein Vater sich erstmal so, ich dachte, jetzt will er mich aufklären. Ich war 15 oder was, oder 14. Und ich fing dann auch schon an mit dieser bösen Metal-Musik. Und dann hat er mir erstmal erklärt, worauf ich achten soll. Und ich soll frühzeitig meinen Eltern Bescheid geben, bevor ich in satanische Kreise abgleite. Also in den 90ern war das ein ganz anderer Umgang damit als heute. Heute, als wir mit Jan von Waldgeflüstern Uprising gesprochen haben, mit einem umgedrehten Kreuz siehst du gar kein Hering mehr vom Teller. Das interessiert doch gar keinen mehr. Ja, wahrscheinlich nicht, nee, aber ich erinnere mich noch dran, als ich dann in der 9. Klasse mit meinem besten Kumpel Tommy, der hatte dann schon so die eine oder andere CD und der hatte dann die Blind Guardian CD, die Nightfall in Middle-Earth und mich hat das weggepustet. Ich kann das heute noch mitsprechen, so dieses The Field is Lost, Everything is Lost, so dieses Intro aus dem Silmarillion, wo so dieser wahrscheinlich Feldmarschall zu seinem Oberst geht und gesagt hat, dass die Schlacht verloren ist, so auf Englisch. Und ja, war immer ganz toll. Und jedenfalls hat mein Kumpel Tommy, damals gab es eine Sendung auf Viva 2. Für die Jüngeren unter euch, Viva war mal ein Musiksender. Ja, Viva 2 war großartig. Und das war noch das, also vor YouTube. Ja? Und aber auch interaktiv. Man konnte nachmittags für 2 Stunden für einen Musikclip konnte man anrufen. Oh für Mann, ja. 7,99 Mark pro Anruf oder sowas. Zusätzlich zum Jamba-Abo. Ja, mit der Röntgen-App und den Frosch.
Fällt ein, müsste ich mal gerade langsam kündigen. Ja, ach, hast du noch nicht gemacht. Gibt's das überhaupt noch, dieses Jamba-Monats-Spar-Abo? Ey, keine Ahnung, das hat damals schon keinen Sinn gemacht, das wird heute, glaube ich, noch weniger Sinn machen. Da hatte man für die Nokia-Handys damals diese verpixelten Hintergrundbilder, ja, da ja, haben sie da eingeschickt, ja. Und so, ja, ja, das ist, aber, wo man noch 10 SMS speichern konnte. Ja, unbedingt, ey. Da musstest du überlegen, welche SMS du löschst, bevor du eine neue abschicken kannst. Ja, genau so, ja, so war das, genau. Ja, okay. Das waren doch Zeiten, Leute, ihr macht euch kein Bild, was wir alle schon erlebt haben. Ja, und da musste man auch, na gut, lassen wir das. Auf jeden Fall gab es auf der Sendung Virus, auf Viva 2 gab es die Sendung Virus. Und auf der Sendung Virus war so ein Trailer für die kommende Sendung in der Folge Nacht, die da kommen sollte. Und mein Kumpel Tommy hat diesen Trailer zufällig aufgenommen, ganz oldschool mit VHS. Und auf diesem Trailer war zu sehen Danny Filth von dem Video vom From the Cradle to Enslaved. Du siehst bloß Danny Filth wieder total gruselig mit seinem Make-up und mit seinen schwarzen Haaren und den gemachten Fingernägeln und den Vampirzähnen. Du siehst ihn bloß kurz, wie er so durchs Bild faucht. Also dieses Pixel, was man da nicht Pixel, aber dieses dieser Ausschnitt, den man da gesehen hat, der ging gleich 5-6 Sekunden. Du hast Danny Filth gesehen und so ein paar ganz verstörende Lilliputaner, so mit Glatze und so, die sind da auch so durchs Bild durchgehuscht. Einfach Horror. Und heute total kitschig aus heutiger Sicht und ein bisschen folkloristisch. Heute würde das überhaupt nicht mehr so schocken, aber früher war das Ding. Ich war 15 Jahre alt, ich habe damals noch nicht mal einen Horrorfilm gesehen und ich habe da Danny Filth gesehen und dachte, ach du Scheiße, wer ist das denn? Und dann, ja, was ist das, Tommy? Wer ist das? Und was machen die? Und ja, ich krieg das raus und so. Und dann eine Woche später kam er an mit seiner Platte und das war gerade damals die Cruelty and the Beast von Cradle of Filth. Beste Album, wie ich finde. Mega, wirklich. Also auf Cradle lasse ich nach wie vor nichts kommen, ist eine scheiß Liveband, aber das Album habe ich damals gefressen. Das war mördergut. Und dann kam auch ziemlich parallel dazu Dimmu Borgir, aber nicht die Enthroned and Darkness, sondern die Spiritual Black Dimensions. Ist das die? Genau. Ist das die, die danach kam? Ja, ne? Das ist die, die danach kam, genau. Und das waren total verstörende Bilder, die da drin waren. Irgendwelche Angelhaken durch rohes Fleisch durchgezogen und sowas. Ich dachte, was ist das denn? Aber das fand ich gleichermaßen widerlich wie faszinierend. Und ja, dann ging es hintereinander weg. Dann hast du Motorhead kennengelernt. Gut, das ist natürlich ein anderer Spagat jetzt. Oder Hypocrisy. Damals haben wir uns bei meinem Kumpel zu Hause in sein Kinderzimmer gesetzt, haben alles dunkel gemacht, die Rollos runter und dann Hypocrisy gehört. Und dann, du hast die Musik wirken lassen und das kam an und in dir ist was passiert, wirklich, es hat dich bewegt, es war einfach fantastisch und so bin ich dann damals eigentlich zum Black Metal gekommen, also sagen wir mal durch Cradle und Dimmu, ich sag mal, wie es wahrscheinlich bei den meisten bei den meisten Musikfans, die Black Metal hören, so der Einstieg war, einfach so durch die Klassiker, also so durch die kommerziell erfolgreichsten Bands, ja, und so ging das dann eine Zeit lang. Und keiner aus meinem Umfeld hat sich dafür interessiert. Wie gesagt, ich hatte keinen Mentor. Niemand, irgendwie einen großen Bruder oder einen Cousin, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, guck mal, da gibt es doch noch viel mehr. Und ich habe mich angefangen, mit Religion zu interessieren, aber auf eine ablehnende Art und Weise. Was ist das und was macht das und warum macht es das? Da habe ich mir damals in der Bücherei ein Buch ausgeliehen. Große Religion dieser Welt oder irgend sowas. Und das habe ich mit zu meinen Großeltern genommen und habe das da lesen wollen, habe vielleicht auch ein bisschen damit angegeben. Und meine Oma nimmt mir das Buch weg und hat wirklich einen ganz ernsten, versteinerten Blick drauf. So wie, jetzt, der Junge wird ein Satanist oder irgend sowas. Und halt schon mit meinen schwarzen Klamotten und was man eben so sich aus dem Schrank halt Dunkles angezogen hat. Und ich werde diesen Blick nie vergessen, wie meine Oma das Buch so in der Hand hielt. Dann hat das halt so gedreht, hat sich den Buchrücken angeguckt. Und mein Opa kommt rein und sie guckt mein Opa wirklich ganz schockiert an, so wie, wir müssen jetzt was tun. Also meine Großeltern hatten wirklich Angst um mich, dass ich in irgendeine Sekte abdrifte oder was sonst was aus mir passiert. Und das ist echt schwer, da so mit 15, 16 dann zu sagen, es ist alles gut, ich will nur wissen, um was es bei meiner Musik geht. Aber kein Durchdringen. Und die haben dann so ein bisschen auf mich eingeredet und so, du bist doch ein guter Junge und so, ne? Ja.
wie es so bei dem Ärzte-Song ist, wie geht der hier, Junge? Ne? Aber ja, die haben es dann auch ganz schnell gemerkt, dass ich nicht abdrifte. Aber so, das war so das einzige Negative damals in meinem Umfeld waren meine Großeltern, die es nicht verstanden haben, was ich da höre oder was ich jetzt darstellen will als Metal-Fan. Was waren denn so deine ersten Konzerte und was war denn dein erstes Black-Metal-Konzert? Das hat ein bisschen gedauert. Ich bin dann in die Lehre gekommen, war im ersten Lehrjahr. Ich habe kein Abitur gemacht, ich habe halt eine klassische Ausbildung gemacht. Und ich weiß noch, meinen allerersten Tag in der Berufsschule, ich habe mir einfach pechschwarze Klamotten angezogen, schwarze Jeans, schwarzes Shirt und ein schwarzes Jeanshemd und habe mir ein Antikreuz umgehangen. Ich wollte halt auch gleich zeigen, was mein Ding ist, irgendwie schwarz zu sein. Ne? Da bin ich erstmal, bevor ich auf Konzerte gegangen bin, bin ich immer so in Krufti-Diskos gegangen. Da gab es bei uns in der Gegend gab's den Noteingang. Nicht Notausgang, den Noteingang. Ja, und da wurden so ein bisschen schwarze Musik gespielt, aber alles so Wave-mäßig, also kein Metal. Und ja, damals dann noch mit meinem anderen guten Freund aus der Schule, wo mich seine Eltern übrigens gehasst haben. Wirklich. Wir waren dann bei ihm meistens im Keller, die hatten da so einen Partyraum und da unten haben wir Musik gehört. Und der Opa von ihm, der war Pfarrer. Und für den war ich der personifizierte Antichrist. Ne? Mit meinen schwarzen Klamotten und dann meinen ersten Cradle of Filth-T-Shirts und sonst irgendwas. Der hat mich nicht gegrüßt. Ich wusste genau, die wollen mich nicht in dem Haus haben. Und dieser Kumpel hat aber immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen Mittelaltermusik gehört, die man dann auch so aus den Discos kannten, so eben Subway to Sally und sowas. Und mein allererstes Konzert war, da war ich 16 oder 17, war dann erstmal Subway to Sally, damals in Dresden im alten Schlachthof. Da ja. Waren die noch sau cool im Fop den Dämon, super Album von denen, unerreicht danach. Ich meine, das war gerade der Übergang, dass gerade Herzblut, wie hieß das andere? Mit, Hochzeit, das Rote, ne? Hochzeit. Ja, genau, Hochzeit hieß das mit. Ich glaube, Hochzeit war gerade die Tür mach auf, das Tor mach weit. Ja, irgendwie, sie hat genau. Gehurt, sie hat geklaut, ja, genau. Ja, genau. Henkersbraut, glaube ich. Henkersbraut, das war doch geil, oder? Das war ein Hit, das war ein Überhit. Ich glaube, den höre ich mir heute auf dem Rückweg aus dem Büro, höre ich mir den heute Abend mal wieder an. Und wahrscheinlich ist der totale Rotze, aber früher habe ich das mega gefeiert. Ja, auf jeden Fall, das Subway to Sally-Konzert war schon cool, aber so diese Eindrücke, die man da gesammelt hat. Hey, da waren die Typen, die ich so kannte aus dem EMP-Katalog. Ne? Da waren Männer mit langen Haaren und mit langen Bärten und mit Schottenröcken und mit Lederkutten und mit Metalkutten und so. Ja, und dann wusste ich einfach, das ist einfach mein Ding. Ich möchte diese Musik hören und ja. Aber die ersten Black-Metal-Konzerte ließen nach wie vor auf sich warten. Also, wie gesagt, ich war 17, ich hatte niemanden im Umfeld, bis dann mein bester Kumpel mit angefangen hat, diese Musik zu hören, aber. Lange. Genau so ist es. Und das ist der Punkt, Black Metal läuft immer, schon immer und auch wenn heute viele das anders sehen, immer noch unter ferner Liefen. Also man muss Leute kennen, um zu wissen, wo Black Metal stattfindet. Egal wie groß die Veranstaltung ist, wenn du Black Metal hören willst oder was live sehen willst, dann musst du entweder in der Szene drin sein oder wissen, wo du suchen musst. Und woher willst du wissen, wo du suchen musst, wenn du keine Ahnung hast, wo du suchen musst? Ja, wahrscheinlich macht es durch die sozialen Medien das etwas leichter, da einfach mal auf Gefällt mir klicken und dann guckst du dir an, was da auf dem Konzertflyer steht, ob Black Metal oder nicht, aber das stimmt. Damals gab es auch schon Metal-Clubs in meiner Region, in meiner Stadt und sonst wo, aber ja, das bin ich nie so rangekommen, weil, wie gesagt, dann war ich in der Lehre und in der Lehre habe ich dann richtig intensiv angefangen, Black Metal zu hören. Da habe ich Borsum für mich entdeckt, ich habe Dark Funeral für mich entdeckt, aber ich war trotzdem der Einzige. Und mein bester Kumpel, der so auch, ich sag mal, Interesse an Gitarrenmusik hatte, der hat mich auch erstmal auf eine ganz falsche Schiene gelotst, in Gänsefüßchen, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich diese Musik damals geliebt habe. Und es hat, glaube ich, damals auch gefühlt jeder gehört, der irgendwie sich für Gitarre interessiert hat, und das war Slipknot und System of a Down. Ich sag mal, bei dem ersten Slipknot-Album sind wir doch alle ausgerastet. Was Wait and Bleed oder Sick oder wie die Lieder das alle hießen. Das war eine richtig geile Weiterentwicklung der Anti-Musik des New Metal, was früher ja auch aufkam. Mit New Metal konnte ich nie was anfangen. So Limp Bizkit, Korn und so. Und dann kam Slipknot, genau. Schießt in die Kerbe und bam, und die waren geil.
Ich fand das halt nie so albern wie Korn. Korn war mir immer irgendwie zu viel Hip-Hop und zu viel Shishi und die Typen sahen immer so ein bisschen aus wie ja, Mädchen. Und du hast den Eindruck gehabt, die müssen jetzt krampfhaft Hip-Hop und Metal zusammenbringen, damit die Leute zeigen, dass funktioniert. Weil das ja eigentlich auch heute noch, es gibt viele Metaller, die sagen, mit Hip-Hop kann ich nichts anfangen oder viele Hip-Hopper, auch Metal kann ich gar nichts mit anfangen. Und dieses krampfhafte Zusammenführen zwischen Metal und Hip-Hop, das hast du ganz, ganz, besonders bei Limp Bizkit hast du denen das ja, so, absolut. Ich meine, live eine Macht. Ich habe die einmal live gesehen, die rasieren echt Ärsche. Aber es ist echt keine authentische Musik. Ich fand halt auch immer, wenn ich dann Leuten erzählt habe, was ich für Musik höre, wenn ich immer gesagt habe, ich höre schwarze Musik oder Black Music, dann dachten die alle immer, ich höre halt hier Black Music im Sinne von Usher und was weiß ich nicht alles, ja. Und wenn dann Leute immer so erkannt haben, aha, okay, du hörst Metal, dann magst du doch auch Limp Bizkit. Nein, mag ich nicht. Limp Bizkit ist scheiße. Ich mag das nicht. Nein, geh weg, ganz weit weg. Das ist echt, das war immer so ein Schritt zurück für mich. Also so, ich dachte eigentlich, ich werde irgendwie anders wahrgenommen bei den Menschen. Ja, das ist aber auch so, das ist auch so in meinem Umfeld, ich bin nicht so, also zumindest in der Familie so der Einzige, der Metal hört. Also wirklich. Aber meine Verwandtschaft ist hier und da relativ offen. Und dann sagen sie, Manuel, hier, ich habe was entdeckt, das finde ich auch ganz cool. Und dann kommen die mit Beyond the Black oder mit Sabaton. Wie reagierst du da? Da sagst du, oh ja, finde ich ja nett. Dass die sich auf dich zubewegen, ist ja ein tolles Zeichen. Aber wenn du sagst, Alter, geh mir weg mit dem Scheiß, dann haben die dich doch auf immer und ewig verloren. Und da fühle ich mich so unangenehm bei, wenn ich sage, Mensch, ja, hör dich da mal tiefer rein und so. Wir wissen ja, dass es echt keine gute Musik ist, ne? Aber man hat diesen Spagat zwischen Familie abholen, so, guck mal, was ich mache, meine Leidenschaft, und von ihr wegstoßen, weil die mit dem ganzen oberflächlichen Schadzeug da ankommen. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, den Leuten zu erklären, was ich für eine Musik höre, weil irgendwann war es mir eigentlich auch egal, wie die Leute das auffassen, was ich da höre. Meine Eltern, sag ich mal, die haben mich dann irgendwann einfach machen lassen. Ich bin auch ganz zeitig ausgezogen, weil ich nur mit meiner Schwester ein Kinderzimmer geteilt habe. Ich bin mit 17 oder 18 schon ausgezogen, einfach aus Platzgründen. Und wenn ich zum Festival dann gefahren bin, mein erstes Festival, da war ich 18, das war das Full Force 2001, genau, das war mein erstes Festival. Die wussten auch nie so richtig, was ich da mache. Ich sag mal, Oberbegriff, ich fahre zum Camping. Also was dort los war und das war eigentlich nie Thema. Wer ist denn da so aufgetreten 2001? Full Force war mal ein geiles Festival. Ja, damals war das richtig cool. Also ich habe das damals auch in irgendeiner Zeitung, ich glaube im Legesi. Ich habe das allererste Legesi damals noch am Kiosk gekauft. Du also sagst, Moment, warte, hast du Legesi gesagt? Heißt das nicht Legacy? Aber ich habe dasselbe Problem wie du. Aussprache, ich komme gleich zu einer Band, da habe ich keine Ahnung, wie ich die aussprechen soll. Die Aussprache ist auch nicht so meins. Okay, ich sage es mal Legacy. Ich bin wirklich Legacy-Leser seit Nummer 1 und nach wie vor bis heute. Und da wurde das Full Force, meine ich, beworben. Oder vielleicht wurde es auch im Rock Hard beworben, was ich nebenbei gesagt ganz schrecklich finde, jetzt das Magazin. Und da war das Billing abgedruckt. Und da habe ich damals mit meinem besten Kumpel, der auch in der Berufsschule war, gesagt, guck mal hier, was hältst du denn von dem Bands? Hä, ja, guck mal, Judas Priest, die kennst du doch auch. Das war aber nicht mit Rob Halford, sondern mit Mark Owen oder irgendwie sowas. War das nicht der von Take That, Mark Owen? Vielleicht war er da auch Sänger. Ja, eventuell. Ich dachte, da hieß irgendwas mit Owen. Auf jeden Fall haben da Judas Priest gespielt und natürlich Cradle of Filth. Und Motorhead haben gespielt und Soulfly und ja, und ich sag, guck mal hier, wie sieht's denn aus hier und so, wollen wir nicht und so. Und ich wollte eigentlich Platz 1, die ich sehen wollte, waren Cradle of Filth und Soulfly. Und da gab es auch die Knüppelnacht. Und bei der Knüppelnacht habe ich mir damals angeguckt, Six Feet Under, das weiß ich noch, und Vader und Belphegor und was weiß ich nicht alles. Und das war geil. Also mein erstes Full Force, das war wirklich ein tolles Gefühl. So ein Festival riecht doch auch, weißt du? Damals war das Auto noch nicht am Zelt. Traurig aber war beim Full Force, da musstest du noch einen Kilometer laufen mit deinem Zelt und mit deiner Bierstiege, wenn du da warst. Und ja, und das so ein Festival riecht. Es riecht nach Bier, es riecht nach Grillen, es riecht nach Pisse. Und du bist einfach in einer anderen das Welt. Erste Full Force. Ja, das erste Festival für jeden, das kann jeder nachempfinden. Das ist so ein, zumindest für die Musikliebhaber, das ist so ein Gefühl, endlich bin ich raus aus dem Haus, endlich bin ich für mich eigenständig, endlich bin ich erwachsen, so, ja, das ist so ein,
So, und dann lässt man natürlich auch die Sau raus. Das erklärt natürlich auch, warum die ganzen Hipster-Festivals danach immer aussehen wie Scheiße. Weil die jungen Leute einfach jetzt sagen, Alter, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich machen, was ich will. Keine Eltern gucken über meine Schulter, ich kann saufen, was ich will. Ich kann um 14 Uhr schon dreimal ins Zelt gereiht haben, interessiert keine Sau. Und das hat, das stimmt, und diese ja. Emotion, die hat man einmal im Leben, das beim ersten Mal, kommt nie wieder, aber an die erinnert man sich den Rest seines Lebens. Wie ich finde, bei mir ist das zumindest so. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das war ein ganz tolles Festival. Es war ein tolles Gefühl. Es war einfach klasse, das Festival. Und ich weiß noch, wir hatten nur Konservendosen mit, so 2 oder 3 Stück für 4 Tage. Am letzten Tag hatten wir gar nichts mehr zu essen. Da habe ich dann aus meinem Erste-Hilfe-Beutel, da waren so Riopan-Magengel drin, gegen Sodbrennen, da haben wir dann jeder so ein Riopan-Beutelchen ausgelutscht, damit wir was im Bauch hatten. Wir hatten nichts, wirklich. Ich bin mit 30 Euro auf das Festival gefahren und mit 5 Konservendosen, ja. Aber Hauptsache die Stiege Bier war dabei oder irgend sowas. Und ja, war cool. Mega, das kann man aber komplett so, aber nachfühlen. Das kann man komplett nachfühlen. Dosenfutter, billigste Bier, 25 Mark dabei, vielleicht, und da muss man sich überlegen, ob man sich ein Bandshirt kauft. Ja, das war gar nicht drin. Also du, oder ich glaube, ich hatte mir sogar ein Festival-T-Shirt gekauft, ja. Und da war das Geld sowieso weg. Und, aber ich finde, dass Festivals sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung. Also auch für meine persönliche Entwicklung. Du kriegst dort so viel mit, so viele Bands, so viel Input. Das nimmst du mit nach Hause und baust darauf auf. Ja. Also erste Festivals sind sehr wichtig. Gerade wenn du sagst, du hattest keinen Mentor, du befasst dich gerade so mit dieser Musik, bist da oberflächlich drin. Und plötzlich sind da Leute um dich rum, die haben richtig Ahnung, die wissen, wovon sie reden. Und das übt natürlich auch noch eine Faszination auf einen selber raus. Das, also wenn du dann sitzt da, du in deinem privaten Umfeld fühlst du dich schon als der King, weil du der Einzige bist, der die Musik hört. Und dann kommst du da hin und dann bist du da ein blutiger Anfänger. Und dann guckst du auch wirklich, kannst du bei jedem, ja, kannst du hochgucken, die können dir was erzählen. Und dann, wow, so willst du auch mal sein, so ungefähr. Und gerade wir hatten damals noch neben uns beim Festival, da hat man dann so Freundschaften geknüpft, so Festival-Bekanntschaften, Nachbarn und so. Die haben auch noch in einer Band gespielt und ich weiß sogar noch, wie die hießen. Die hießen Revenge of Insanity. Das war halt eine Death-Metal-Band. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Ich sag mal NRW. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und da habe ich dann im Nachhinein auch noch so 2, 3 Mails mit dem eingetauscht und der hat mir dann auch mal eine CD zugeschickt und sowas. Die habe ich sogar noch. Und ja, war cool. Aber ich habe dann auch ganz schnell Anschluss gefunden zu älteren Metal-Fans aus meiner Stadt. Und die haben schon so extremere Musik gehört. Ich wollte ja dann auf den Putz hauen. Na, hier, ich habe schon Vader gesehen und ich habe Six Feet Under gesehen. Und oh, meine Fresse, was bist du für ein toller Hecht? Und dann haben sie so gesagt, na, dann komm doch mal mit zu dem Festival hier. Und das war erst noch 2002, das Full Force. Und da haben Hemorrhage gespielt, die Spanier. Und boah, geil, Hemorrhage, boah, was machen denn die? Die machen ja Gore und Grind und spritzen mit Blut auf der Bühne rum. Und dann das Jahr darauf haben mir eben diese Metal-Fans aus meiner Stadt gesagt, na, dann fährst du mal zu diesem Festival. Und dann bin ich zu dem legendären Fuck the Commerce 2003 gefahren. Das werde ich nie vergessen, was das für ein Festival war. Du musst dir das vorstellen, Freitag oder Donnerstag nach Arbeit sind wir hingefahren. Und das ganze Festival ist aus allen Nähten geplatzt. Das war ein altes Militärgelände. Da waren so, oder war das ein altes LPG-Gelände? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie solche Betonplatten gelegt. Kennst du noch diese riesengroßen Betonplatten, wo ein Panzer drauf gepasst hätte? Ja. Und diese Einfahrt von diesen Betonplatten, die ging in das Festivalgelände rein. Und es war schon alles zu spät, da irgendwie einen Zeltplatz zu finden. Wir sind da drinnen rumgelaufen und nichts mehr gefunden. Die Leute haben da schon teilweise ihre Zelte einfach auf den Beton gestellt, damit die halt irgendwo stehen. Und wir haben dann draußen irgendwo in der Einfahrt noch ein Stück Wald gefunden, haben unser Zelt dorthin geknallt, mussten dann auch abbauen oder sollten abbauen, haben das dann glaube ich nicht gemacht, irgendwie sowas. Und ich werde das nie vergessen, wie die, da war da drinnen ein Lagerfeuer auf dem Zeltplatz oder auf dem Gelände. Aber die Leute waren ganz anders, die da waren. Die waren asselig, dreckig, von oben bis unten zutätowiert, also überhaupt nie gesellschaftsfähig, so im Nachhinein betrachtet, wie total verstörend. Und da war ein Lagerfeuer und da haben die Leute Autoreifen verfeuert. Wirklich, die haben dort saßen daneben und haben einen Autoreifen nach dem nächsten reingeschmissen. Ich dachte, was ist hier los?
Und dann waren abends, waren irgendwie, glaube ich, Co-Headliner waren Rotten Sound, die Finn. Und das fand ich so krass, dass die Leute da, die da zu Gast waren bei dem Festival, ich habe denen so ins Gesicht geguckt, die haben da die Texte mitgesungen. Also wenn man da überhaupt von Texten sprechen kann mit diesem Schreigesang. Und da dachte ich noch so, boah, was ist das hier, was ist hier los, ey? Und das war eins der geilsten Festivals, wo ich je war, wirklich. Das war einfach verrückt, dieses Festival, oder? Ja. Ja. Und ich bin immer noch nicht bei meinem ersten Black Metal Konzert, mal abgesehen vielleicht von Belphegor oder sowas, was da beim Full Force oder Cradle gespielt hat. Darf ich mal kurz nochmal auf Und das also. Faxe Commerce 2003 eingehen? Ich habe hier gerade das Ja. Line-Up geöffnet. Und es gab tatsächlich eine Band, die heißt Cock and Ball Torture. Habe ich Ja, sind schon, Deutsche. habe ich ja, die Namen feier ich, habe ich nie gehört. Was habe ich da eben noch gelesen? Analkant oder so was ähnliches. Also, Anal Kant, ja. die haben auch gespielt, Ja, ja. warte, irgendwo habe ich das gelesen eben. Moment. Weiß ich gar nicht mehr. Rotten Sound, Rotten. Ne, die haben nicht da gespielt. Dann bin ich einen Okay. davor oder danach gewesen. Aber Dismember und Benediction. Naja, der Gitarrist von Nornir ist ein guter Freund von mir, dem gehe ich regelmäßig auf den Sack. Der ist halt der übelste Dismember-Fan. Und ich gehe dem bestimmt schon seit 3 Jahren auf den Sack, dass ich Dismember bestimmt 4 oder 5 Mal live gesehen habe und ich habe nie hingeguckt, weil die mich nicht interessieren. Ja, damit kannst du die Leute richtig echt auf den Sack gehen. Also wenn du sagst, oh, die Band total, also hat mich null interessiert. Ich war da Bier Ja, holen. und ich weiß gar nicht, wie heißt die Band, die da noch so gut finde? Ich glaube, Benediction ist das, oder? Diese, die da aus, wo der Sänger sich umgebracht hat, der Nordwhite, John Nordwhite. Oh, Ich das ist das glaube, Benediction? Die Benediction. haben. Kann sein, ja. Ja, die haben wir auch mal gesehen beim Fakte Commerce. Ich meine, es war 2004, war das, glaube ich. Benediction war 2003 da. Auf jeden Fall habe ich die mal gesehen und da gehe ich ihm auch auf den Sack, dass ich mir die nicht angeguckt habe. Aber so richtig eine richtige Initialzündung für die Live-Konzerte war dann eigentlich Partisan 2004. Da haben damals noch auf der Zeltbühne, da war nachts Zeltbühne und da haben Darkhand Nocturne Slaughtercult Ui. gespielt. Und das war abgefahren, wirklich. Also jetzt mal abgesehen von Impaled Nazarene, die ich auch schon eher mal gesehen hatte, so der richtige Untergrund Black Metal. Also ich will jetzt Impaled Nazarene nicht Unrecht tun, aber die sind ja schon eher bekannter. Aber damals waren Slaughtercult noch nicht so bekannt und die haben beim Partisan gespielt und das hat mich einfach umgepustet und dann, ja, nach und nach habe ich mir immer mehr mit Black Metal gekauft, angehört, mich dafür interessiert. Aber es lief lange parallel auch Mittelalter-Rock und auch viel Grindcore, aber Black Metal war immer mein heimlicher Fave, so im Nachhinein betrachtet. Ja. Und ja, irgendwann sind dann auch die Black Metal-Konzerte gekommen. Also auf jeden Fall. Sehr oft Impaled Nazarene haben wir uns oft live angeguckt oder Slaughtercult, wenn sie gespielt haben. Es ist erschreckend, mir fällt da gar nichts ein. Marduk und auch dann habe ich mich angefangen mit der sächsischen Black Metal-Szene auseinanderzusetzen. Halt dann Eminenz war natürlich gleich als erstes das Blackest oder Black Dimension Album kam damals raus und Wahnsinn. Also ja. Und dann war ich vom Virus eigentlich gepackt, vom Black Metal Virus, ja. Und sollte mich bis heute nicht loslassen. Ja, ist, sagen wir mal so, wenn du im Black Metal drin bist, ruiniert das komplett für viele Spielarten der Musik. Weil Black Metal sich so tiefgründig, so atmosphärisch, so tief, ja, so mehrebenig, möchte ich sagen, anhört, was andere Musikgenres gar nicht erfüllen können oder erfüllen wollen. Ich finde halt, dass Black Metal sich immer sehr authentisch und ehrlich angehört hat. Es hat immer für mich den größten Tiefgang mit dem, was Black Metal ausdrücken will. Absolut. Egal, ob es Hass ist oder ob es Schönheit ist, ob es die Liebe zur oder die Zuneigung zur Natur ist. Ich finde, Black Metal hat mir immer am meisten gegeben. Ich kann mich da am meisten fallen lassen. Das ist so. Es ist einfach, es ist ja nicht nur Hass, es ist ja eigentlich sehr viel Zuneigung zu etwas. Ja, also auch. Klar, Abneigung gegen Religionen und so weiter, aber auch, wie gesagt, die Zuneigung zu einer gewissen Landmentalität oder zu einer gewissen Schönheit für die Natur, dass man halt, ja, auch wenn das jetzt sehr kitschig klingt, dass man halt gar keine Rolle spielt in der Natur, irgendwie als Mensch, dass es viel
höhere Dinge gibt. Oh mein Gott, ich verquatsche mich hier gerade, aber es ist, ja, Black Metal gibt mir einfach am meisten. Ja. Wann war der erste Moment, wo du gemerkt hast, Moment mal, ich bin ja Sammler. Also man kauft sich ja CDs, aber es muss ja irgendwie so ein Moment gekommen sein, wo du denkst, Mensch, ich bin ja eigentlich ein Sammler. Das beschließt man ja nicht vorab, man wächst da ja quasi rein. So stelle ich mir das vor. Ich habe lange, lange Zeit ausschließlich CDs gehört, weil es halt sehr bequem war. Irgendwie Tapes waren für mich lange halt überholt. Und ich habe sehr lange CDs gesammelt. Es gab immer ein neues CD-Regal nach dem anderen aus dem Skonto oder aus dem Ikea, habe ich mir dann dazu gekauft. Und irgendwann war mal ein Nachbar in meiner Wohnung, so Kumpel, Schrägstrich Nachbar, so mit dem man öfters mal ein Bierchen getrunken hat. Und wir sitzen bei mir auf der Couch und wir gucken ein bisschen Fernsehen und quatschen halt ein bisschen. Und meine CDs standen damals im Flur beim Rausgehen. Und so, wo er so seine Schuhe anzieht, sagt er so ganz nebenbei, Alter, du hast einen Haufen CDs. Weißt du das eigentlich? Und dann ist mir das erstmal so aufgefallen, wie viele ich da habe. Das waren ja damals schon ja, mindestens 700, 800. Und da dachte ich so, eigentlich hat er recht, ich bin ein Sammelfreak. Ich habe dann wirklich mein weniges Geld, was ich damals verdient habe, nach der Lehre und so mit dem ersten Gehalt, was man so kriegt, das ist wirklich zu 50% ist das für Musik draufgegangen. Für Konzerte, für Festivals und für CDs, wirklich. Ich habe schon immer viel Musik gekauft. Und dann habe ich am Anfang ja noch so verrückte Sachen gemacht, dass ich meinem besten Kumpel, ich sage, hier, pass auf, ich habe die und die neue CD, möchtest du die haben? Kann ich dir brennen? Und habe ich nur so gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Gibst du mir 5 Mark dazu oder 5 Euro dazu? Und das habe ich dann aber auch ganz schnell gelassen. Ich kann ja nie meine Kumpels abziehen für die Musik, die ich mir gekauft habe. Aber so, ich habe das halt irgendwie versucht, irgendwie zu finanzieren, mein Sammelwahn. Ja, und ja, es kam eine CD nach der anderen dazu. Und ich bin dann auch am Tag der Veröffentlichung manchmal in den Mediamarkt gefahren oder... Damals kam ja dann eBay auf und hab mir es dann schicken lassen, hab mir ja ein zweites Loch in den Arsch gefreut, wenn ich am Tag der Veröffentlichung meine CD schon im Kasten hatte und nicht erst am nächsten Tag oder so. Und ja, so kam dann eine CD nach der anderen dazu und ich bin dann einfach zu einer Sammelleidenschaft verfallen. Andere haben ihre Autos getunt oder haben sich teure Sachen gekauft. Ich habe CDs gekauft. Du sagtest 700, 800 CDs hattest du da zu dem Zeitpunkt. Erschreckend ist natürlich, dass du wahrscheinlich jede kanntest und nicht nur einmal gehört hast. Ja, das ist halt auch das, was ich bei mir in den Videos schon mal angesprochen habe. Ich finde, ich habe früher Musik viel, viel intensiver gehört, weil ich sag mal jetzt, als Mann, der auf die 40 zugeht, man verdient sein Geld, man kann sich vieles leisten. Und man kauft sich auch schon mal eine CD, wo du denkst beim Durchhören so, naja, eigentlich ist es doch nie so cool. Und dann stellst du halt einfach ins Regal und da steht sie halt. Früher hast du das wirklich überlegt, ah, kaufe ich mir jetzt die CD, ah, die kostet 17 Euro, ah, da kann ich heute Abend aber nicht weggehen und so. Du hast dann irgendwie der CD noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt und das vermisse ich ein bisschen an mir selber, dass ich so wenig, manche CDs zu wenig höre, weil einfach zu viel gute Musik auf dem Markt ist. Das ist der Punkt, da wo ich drauf eingehen wollte. Ist das nicht auch dem ein bisschen geschuldet, dass man früher etwas weniger Ahnung hatte von dem, was man da eigentlich hört? Dass man die ganzen Bands nicht kannte und dementsprechend die Bands, die man sich gekauft hat, die Auswahl war geringer, dann mehr häufiger und intensiver gehört hat. Jetzt, wo man in der Szene drin ist, wo man von sich behaupten kann, man kennt 2, 3 Bands mehr, ich meine, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn du sagst, du legst deine CD zur Seite, ich habe öfter mal, auch heute noch ein Album, was ich mir einmal anhöre, was mich überhaupt nicht abholt, aber dann bin ich irgendwo auf einer Party oder auf einem Konzert und sehe die Band live und plötzlich holt mich das ab. Ist das vielleicht tatsächlich dem geschuldet, dass man heute auch viel mehr kennt, dass man die Musik weniger genießen kann? Oder hältst du das für eine steile These? Ja, ist natürlich so eine Gretchenfrage. Ich finde halt, dass es eigentlich zu schade ist, dass eine CD irgendwie nur im Plattenschrank versauert, weil du einfach die Bands investieren Zeit, Arbeit, Geduld, Energie in das Release und du kaufst dir das dann auch und gibst da Geld dafür aus. Und es ist eigentlich zu schade, dann, dass er einfach nur im CD-Schrank versauert. Ob das so ist, dass man zu viel kennt, weiß ich nicht. Also man kannte ja damals auch schon viel. Es ist natürlich unmöglich, die Masse an Musik, die ich habe, regelmäßig zu hören. Das ist einfach nicht drin. Ich höre meistens die
Platten, die ich mir jetzt aktuell kaufe, die höre ich regelmäßig durch, wenn sie mir denn gut gefallen. Und dann muss ich sie aber leider auch schon irgendwie erstmal ins Regal stellen, weil da warten schon der nächste Schwung an neuer Musik, die ich mir gerne anhören möchte. Weil ich habe so viel über dieses oder jenes Album gehört oder so viel über das gehört. Und ich denke, ich will das jetzt aber auch jetzt auch erstmal das hören. Und ich habe nicht so viel Zeit zu Musik hören. Wie gesagt, ich habe 2 Kinder und so. Und ich habe jeden Abend nehme ich mir 2-3 Stunden Zeit zu Musik hören. Manchmal etwas weniger, manchmal klappt es etwas mehr. Aber ich versuche schon möglichst viel Musik am Tag zu hören, auch auf dem Weg zur Arbeit und sonst irgendwie. Aber es ist einfach nie drin, regelmäßig sich alles anzuhören, was man gerne möchte. Und ja, ob das so ist, dass man jetzt mehr kennt. Ich glaube, wenn die Musik einen packt, dann hörst du so oder so. Dann ist es, glaube ich, egal, wie viel du kennst. Das ist richtig. Also es gibt auch Alben, die ich tatsächlich auch häufiger heute noch höre. Das ist tatsächlich so. Schwierig, ja. Also die Alben, die beim ersten Durchlauf, also ich bewerte nach wie vor ein Album für mich selber oder auch in den Videos bewerte ich nicht, wenn ich es nur einmal gehört habe. Ich will es mindestens 2-mal hören. Und wenn es dann überhaupt nie gezündet hat, dann lasse ich es dann auch. Manchmal weiß ich auch, dass es noch zünden kann, weil sich mein Geschmack auch mit dem Wetter ändert oder mit der Jahreszeit. Dann lasse ich es erstmal 4 Wochen liegen und höre es dann wieder an. Aber ich sag mal, es ist einfach zu viel Musik auf dem Markt, als dass man sich mit durchschnittlich zufrieden geben sollte. Auch wenn das jetzt fies klingt, es gibt in dieser riesigen Fülle an Musik auch sehr viel durchschnittliche Musik und es gibt einfach zu viel Gutes, als dass man sich nur mit dem Durchschnitt begnügen müsste. Aber manchmal ist der Durchschnitt auch so herrlich erfrischend. Klar, also manchmal höre ich mir auch einfach nur schön Oldschool Black Metal an. Einfach nur, weil ich es auch mal wieder brauche. Einfach mal so wieder klassischen Durchschnitts-Black Metal. Aber ich finde, dass generell ein Problem ist, für viele Bands oder für viele Musiker heute aus der Masse auch herausstechen zu können. Weil es lässt sich halt schnell mal ein Lied weiterdrücken, weiterskippen, mal bei YouTube bloß mal ein paar Sekunden vorspulen und so. Wenn du früher eine CD im Mediamarkt angehört hast oder dir gekauft hast, dann hast du der CD einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Also ich glaube, für die Bands ist es auch nicht so einfach, heute sofort einen Treffer zu landen mit ihrer Musik. Es ist schwer für die Bands. Damit sie auch zwischen dem ganzen Zeug, was da täglich ans Licht kommt, auch mal herausstechen. Ja, das ist... Das ist wirklich so. Es gibt jetzt auch... ich erwische mich ja auch dabei, dass ich ja wirklich den Zugang zu neuer Musik wirklich kanalisiert habe auf ganz, ganz wenige Quellen, weil ich gar keine Zeit. Ich meine, ich sitze im Büro 8 bis 10 Stunden und kann nebenbei Gott sei Dank Musik hören. Von den 8 bis 10 Stunden lasse ich 4-5 Stunden lang neue Musik laufen. Wirklich neue Musik laufen. Ja. Und du bist irgendwann nicht mehr aufnahmefähig. Das ist so. Dann habe ich 2-3 Kanäle, da weiß ich genau, wenn der was hochlädt, ist es in 9 von 10 Fällen richtig geile Musik oder Musik, die man sich anhören kann. Richtig Schrott ist da gar nicht mit drin. So, aber das ist ja dann trotzdem noch vorselektiert und du weißt nicht, was da hinten rübergefallen ist für geile Mucke. Da kommst du dann einfach nicht drauf. Und das ist so ein Fluch und Segen zugleich. Es ist ein Fluch und Segen zugleich. Und ich ertappe mich dabei, wie es mir manchmal leid tut. Aber ich manchmal hier auch kopfnickend sitze und mein Chef dann ins Büro kommt und Kopf schüttelt. Also das ist, das gibt es dann ja, auch schon, ja. Sag ich jetzt mal ganz arrogant, vielleicht ist es auch ein bisschen meine Aufgabe, schon sowas wie einen Vorfilter einzubauen, weil die Leute, die meine Videos regelmäßig gucken, die wissen, was mein Geschmack ist. Die wissen auch, dass ich zum Teil natürlich ein sehr enges Korsett habe. Stichwort Finnland und sowas. Ne? Aber auch das ist, finde ich persönlich, jetzt schon wieder etwas rückläufig. Nicht nur bei vielen anderen, auch bei mir. Aber ich denke mal, die Leute schalten auch deswegen gerne und regelmäßig bei mir ein, weil die wissen, dass wenn ich was empfehle, dass es auch vielleicht ihnen selber gefällt. Ja? Und ich habe natürlich auch so meine positiven Vorurteile. Wenn ich höre, neues Projekt von dem und dem, der schon mal ein gutes Album gemacht hat, zum Beispiel Die Dying Light, von dem Raffen oder wie er sich da nennt, also einen ganz komischen Stage-Name. Wenn ich weiß, der macht ein neues Projekt, obwohl ich das nie immer verstehe, warum er so viele Projekte macht, er könnte sich ja mal auf 1 oder 2 konzentrieren, dann weiß ich, dass das gut ist. Dann gehe ich da auch schon ran und höre mir das an und ich weiß, jetzt höre ich gleich gute Musik. Oder wenn ich einen Bandvorschlag kriege von einer Band aus der Ukraine, dann weiß ich auch, ja, in der Ukraine ist irgendwas im Wasser,
das ist auch in 9 von 10 Fällen, pustet dich das weg. Ja, immer gut, ja. Ja, oder halt so. Lange auch, wie gesagt, der Finnland-Sound, den ich mir immer noch gerne anhöre, aber wenn ich weiß, ja, die Band kommt aus Finnland und dem Umfeld, dann weiß ich genau, ja, komm, ich weiß genau, was ich jetzt kriege, ich weiß, es wird mir gefallen. Deswegen ist es... Ich habe so einen Tick, wenn ich die Band gar nicht kenne, gucke ich bei Facebook nach, gucke, wer von meinen Freunden die geliked hat, und dann kann ich die auch ungefähr zusortieren, in welche Richtung die Musik geht. Das ist, wenn du bei Facebook irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt bist im Musikbereich, dann klappt das sogar sehr, sehr gut. Und wenn du dann mal so einen Albumvorschlag hast, ich hatte irgendwie in der vorletzten oder drittletzten Folge mal Zwederna, das ist schwedischer Black Metal, vorgeschlagen. Das kannten irgendwie nur 2 Leute aus meinem Freundeskreis. Einmal der es mir empfohlen hat und noch ein anderer, der aus Belgien kommt. Und ansonsten hatten die irgendwie nur 800 gefällt mir Angaben, aber das ist Musik, da müsste man von ausgeben, dass sie 10.000, 15.000 Follower haben bei Facebook. Aber das weiß ich genau, wenn der und der diese Band liked, dann ist das ein Qualitätsmerkmal, und wenn dazu aber noch Leute kommen, wo ich weiß, die mögen nur Schrottmusik, ja, dann weiß ich auch, dann höre ich da zwar auch hin, dann bin ich auch ein bisschen vorurteilsbehaftet, wie du eben sagst. Da lässt man sich dann schon zu sehr beeinflussen, aber häufig trifft das dann auch zu. Es gibt ja auch so Labels, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber es gibt auch so Labels, wo ich genau weiß, nee, ich brauche mir das eh nicht anhören, weil die haben, sagen wir mal, 15 Bands drauf, die sind schlechter als durchschnittlich bis schrottig. Und ich gehe dann auch so negativ vorurteilsbehaftet an manche Bands ran, die ich mir mal so anhöre. Ich mache das auch nicht gerne mir bei YouTube Musik anhören, weil es hat halt keine Seele. Ich will lieber eine Platte auflegen oder eine CD. Ich mache auch ganz oft Blindkäufe. Aber wenn ich es dann doch mal bei YouTube mache, dann mache ich meistens einen Abend so in der Woche. Heute ist mein YouTube-Abend und da höre ich mir die Musik bei YouTube an. Und wenn ich dann nachsuche nach den Bands, auf welchem Label die sind, und ich lese dann schon Punkt, Punkt, Punkt Records, dann weiß ich genau, boah, das wird eh wieder Kacke. Ist das bei dir auch gegenteilig der Fall, dass du weißt, da hast du ein Label, was die veröffentlicht, ist prinzipiell in meisten Fällen richtig geil? Ja. Aber es gibt Labels, wo ich früher genau wusste, das gefällt mir auf jeden Fall. Aber das ödet mich jetzt zum Großteil schon wieder an, weil die Bands trotzdem dann alle gleich klingen. Also das kann ja gut sein, dass die alle gleich klingen. Es kann ja trotzdem schön sein. Aber manchmal trifft mich diese Art von Black Metal jetzt aktuell nicht mehr mein Nerv. Ich nenne da jetzt auch keinen Namen von dem Label, aber die Cover sehen immer alle gleich aus. Und wenn ich den Namen der Band schon lese, dann, das kommt mir schon vor, wie schon 100-mal gelesen. Und ich weiß genau, wenn ich die Musik anmache, das wird dann genauso klingen, wie ich es jetzt gerade nicht mehr hören will. Dann lasse ich auch ganz die Finger davon und kaufe es mir nicht und tue es auch nicht im Video mitverarbeiten. Weil das auch teilweise dann auch echt unfair ist, weil es ist ja immer trotzdem alles subjektiv, was ich da so wiedergebe. Ne? Es gibt bestimmt viele, die denken, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Ja klar, mag sein. Geschmäcker sind wie Arschlöcher, da hat jeder sein eigenes Ding. Ich habe diese Metapher so noch nicht gehört in dem Bezug, aber merke ich mir. Das ist, finde ich... Schon hat sich der Podcast gelohnt. Ja, absolut. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, jetzt geht's richtig los. Ja, aber nochmal, wo du dann angefangen hast zu sammeln. Wie schnell und wie eklatant hat sich dein Kaufverhalten eigentlich verändert? Von ich kaufe mir die CD, weil ich es geil finde, zu das Ding muss ich jetzt haben, weil das würde meine Sammlung vervollständigen. Und wann war der Moment? Gab es da so einen Auslöser, wo du das festgestellt hast? Ich habe sehr lange Musik gehört. Also es muss mir nach wie vor gefallen, bevor ich es mir kaufe. Punkt. Auch wenn ich manchmal einen Blindkauf mache, so plus minus in etwa weiß ich, dass es mir gefallen könnte. Und dann gewinne ich der Sache dann auch schon was ab. Aber ich habe lange auch diesen Spleen gehabt, dass ich gerne alle Alben von einer Band, wenn ich eine Band einmal angefangen habe, dann alle Platten kaufen möchte. Da sind natürlich manchmal Sachen dabei, die gefallen mir, aber sie gefallen mir jetzt nicht so, dass ich es mir unbedingt hätte kaufen müssen, der Musik wegen. Da sind viele Sachen auch dabei, ja, wo ich dann einfach, um meine Sammlung zu komplettieren, mir es deswegen gekauft habe. Und das war einfach ein schleichender Prozess. Da gab es jetzt nicht diesen einen Moment. Ich denke mal, das ist vielleicht seit 10, 12 Jahren dann so geworden, wo ich dann wirklich richtig Geld verdient habe, so wie ich es jetzt mache. Und ja, also ich habe im Monat, ja,
soll jetzt nicht irgendwie reißerisch klingen, aber plus minus sind das so ungefähr 300 € die ich für Musik ausgebe. Da kauft man sich auch schon mal Sachen, nur damit sie in der Sammlung halt mit dabei sind. Es gefällt mir dann trotzdem, aber naja, es hätte jetzt nicht sein müssen oder es wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, das jetzt zu kaufen. Das war einfach ein schleichender Hast Prozess. du denn, auch irgendwie mal so, triggert dich das so richtig, wenn du irgendwie ein Teil in deiner Sammlung fehlt? Auch wenn du weißt, eigentlich würde ich das jetzt so blind nicht kaufen, wenn es das Einzige wäre, was ich davon hätte. Aber wenn da sitzt und tut dir das, also bist du dann richtig hibbelig, guckst du auf deine Sammlung, da fehlt ein Teil, wo du sagst, das muss ich jetzt haben? Unabhängig von der Qualität. Ja, schwierig, weil ich bin jetzt gerade dabei, meine CD-Käufe runterzufahren, weil einfach der Platz nicht mehr da ist und das Zimmer, wo auch die Videos gedreht werden, das wird in den nächsten Jahren wird das zweite Kinderzimmer und es ist halt wirklich ein Platzproblem. Ich denke mal, das Platzproblem kennen die meisten Sammler oder Metal-Fans. Wohin mit allem, weißt du? Aber schon, wenn ich dann so manchmal zum Beispiel, ich sitze bei Funeral Industries und guck so durch die Distro und dann denke ich mir so, ach hier, weißt du was, das Album könntest du jetzt mitnehmen, weil das fehlt dir noch in dieser und dieser Version. Ja, das triggert mich schon. Ich versuche es auszublenden, aber es klappt nicht immer. Aber alles in allem, ja, fühle ich mich gerade ganz schön ertappt mit einer Aussage. Ja, das ist, glaube ich, aber bei jedem so. Also man hat einfach nie genug. Ich glaube, das ist das Problem eines Sammlers. Ich hatte das mit Steff mal besprochen, als wir diese Folge hatten über Platten und Kassetten Ja. und wie sich der Hörgenuss verändert, wenn man eine Platte oder eine Kassette hört im Vergleich zu einer CD oder digital. Man wird einfach nicht fertig damit. Ja, und Es fehlt immer irgendwas. ich habe mich wirklich jahrelang wirklich, ja, sieht man auch bei den Anfängen meiner Videos, wirklich ergebenst dagegen gesträubt, Vinyl zu kaufen. Einfach weil ich wusste, es wird mein finanzieller Ruin und das Platzproblem wird dann noch eklatanter. Aber ich konnte irgendwann einfach nicht mehr widerstehen. Ich stand so oft vor irgendeinem Merch beim Konzert oder ich gucke mir die Distros durch und manche Sachen sind auf Vinyl einfach schöner von der Haptik her. Und ich musste jetzt einfach anfangen mit Vinyl. Und weil ich finde, gerade Black Metal ist auch so ein Vinyl-Ding. Black Metal ist etwas Altes, etwas ziemlich, was ziemlich viel Retro-Charme hat, wenn man an die Anfänge denkt. Und irgendwie spielt. Vinyl-Kerzenständer Ja, Rotwein. und Vinyl und Tapes spiegeln das leider am besten wider, so dies vom Black Metal. Ja, deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen mit Vinyl und ich bereue es nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, Vinyl zu sammeln, weil es einfach schöner ist. Dieser Vorgang, den Plattenspieler aufmachen, die Platte auflegen, die Platte erstmal reinigen mit einem Antistatiktuch und dich hinlegen und du hörst das Knicken, das Knacken und dann geht's los und dann tauchst du ein. Meine Freundin zum Beispiel versteht das auch nicht. Ich sage, wenn ich drüben bin, lass mich bitte, wenn du reinkommst, ich habe meistens Kopfhörer auf, tu mich nicht irgendwie aus dieser Konzentration rausholen, tu mich nicht irgendwie, wie als würdest du mich wecken, so an der Schulter rütteln. Tu dich bitte irgendwie ankündigen, mach's Licht an oder tu mal laut husten oder mach mit der Tür ein bisschen Wind oder irgendwas, weil mich macht das wahnsinnig. Das ist wie wenn ich nachts geweckt werde, so ganz rasant. Ich brauche Ruhe zum Musik hören und ja, das ist beim Vinyl noch schlimmer geworden, weil ich höre dann so dieses feine Rauschen, dieses Knacken und ich könnte da, ach, das ist Leidenschaft bei mir. Ja, das glaube ich, kriegen hier gerade alle mit. Aber jetzt hast du Vinyl angesprochen. Und Vinyl kann auch eine extreme Seuche sein, habe ich mitbekommen. Deswegen fange ich damit auch nicht an. Was ist denn, wenn jetzt einer eine schöne Vinylplatte auflegt, aber vom selben Inhalt drei unterschiedliche Versionen? Da ist die eine Platte mal dicker, dann ist die nächste gold- und durchsichtig und die dritte ist dann blutverschmiert, irgendwie sowas. Ist das so, dass du dann sagst, nee, eine reicht mir oder es kommt drauf an, wie die ausgestaltet ist, vielleicht hole ich mir dann doch die zweite. Und was ist dann mit der dritten, wenn du die zweite hast? Nee, also mich triggert zwar die Limitierung, also viele sammeln ja nur schwarzes Vinyl. Warum auch nicht? Wenn du einmal damit angefangen hast, mach das. Aber mich triggert zum Beispiel, wenn von 300 Stück nur 55 in Splatter-Vinyl sind. Ich will eine von denen haben. Ich weiß nicht warum. Da bin ich ganz einfach gestrickt. Da bin ich so ein Fashion-Victim. Ich will dieses Produkt haben, was es nicht so oft gibt. Ist letzten Endes lächerlich, weil der Inhalt bleibt ja der gleiche. Aber irgendwie als Sammler bin ich da einfach so
zu sehr angespannt. Ich kann da nicht, wenn ich genau die Möglichkeit habe, die weniger limitierte und die limitiertere von beiden zu kaufen, entscheide ich mich für die mehr limitiertere. Ich weiß nicht warum, es ist halt so. Und aber dass ich dann alles brauche in 4, 5 Farben, das muss nicht sein. Und eigentlich, ja, das ist ja eigentlich schon mit der Limitierung, kann man sich drüber streiten, ob das sein muss. Weil's, aber mein Gott, wenn es die Leute kaufen, so wie ich, es hat ja nicht damit zu tun, dass ich damit irgendwie jemand auf den Leim gehe oder damit irgendwie, nur weil die Platte dann 1 Euro mehr kostet. Ich meine, man unterstützt dann die Labels trotzdem. Also es gibt ja Leute, die sich darüber aufregen, dass es so viele verschiedene Auflagen oder verschiedene Farben von einer Sache gibt, dass das im Black Metal überflüssig wäre und so. Aber ich sage, ja gut, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Mich stört das nicht. Also klar wäre es schon prinzipiell besser, wenn es alles nur in Schwarz gäbe, aber es gibt es halt nicht und ich möchte eben die limitiertere. Aber dass ich jede Version brauche, nein, dem ist nicht so. Jetzt eine ganz einfache Frage. Wie viele Stücke hast du in deiner Sammlung? Generell an CDs, Kassetten, oh. Platten? Weiß ich nicht. Vielleicht 3500. So plus. Also ich hab irgendwo eine Excel-Tabelle, müsste ich reingucken. Ich sag es mal 3200. Will nicht so hochgreifen. Das ist schon ordentlich. Da bist du also alles nur Black Metal. Nee. Also ich sag mal 70% Black Metal. Es ist auch viel klassischer Metal dabei, wie eben mal als Beispiel Blind Guardian oder sowas höre ich ja auch gerne. Oder Skinhead Rock höre ich mir gerne an. Oder halt früher dann die Mittelalter-Sachen. Aber auf Vinyl ist, sagen wir mal, zu 90% nur Black Metal. Ja. Okay. Auf was für ein Sammlerstück bist du denn richtig stolz und warum? Es gibt von Summoning, ich bin ein sehr großer Summoning-Fan, gibt es so eine, oh Gott, wie heißt die? Irgendwas mit Middle-Earth Collection oder sowas. Das sind die ersten 3 Alben von Summoning auf Picture-Vinyl. Nach dem Ding habe ich echt lange gesucht. Das ist auch limitiert auf 1000 Stück. Klingt erstmal viel, aber Summoning ist eine Band, die sehr viele Menschen hören. Ja, mit Summoning machst du nichts falsch. Ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, nee, Summoning ist kacke. Ja, und die habe ich mal durch Zufall dann bei eBay für, natürlich für viel Geld gekauft, aber ich glaube, die kamen damals im Neupreis schon 89 Euro. Und ich glaube, ich habe sie für 120 irgendwann mal, die ist jetzt auch schon seit 11 Jahren jetzt vergriffen, sage ich mal, habe ich sie irgendwann mal durch einen Zufall gekauft für 120 Euro oder sowas, das ging. Ansonsten, ich gebe immer nicht so viel auf die Fantasiepreise bei Discogs, weil du ganz oft irgendwelche Halsabschneider hast, die sich wirklich gleich 3, 4 Stück von einer Sache kaufen, um sie dann bei Discogs für teuer Geld anbieten. Und es gibt immer irgendwelche hysterischen Fanboys, die diese Preise bezahlen. Deswegen gebe ich tendenziell nicht so viel auf diese Preise, aber leider geben sie eine gewisse Tendenz her, wie Platten halt gehandelt werden. Und dort ist die so im Schnitt so bei, ja, 300, 400 Euro ist die so drin, diese Box. Also da bin ich sehr froh, dass ich die habe. Auch so sämtliche Goat Moon Alben, die ich habe. Goat Moon kriegst du halt auch nicht, klar, wenn man weiß wo, ja, aber halt so das, was ich habe, was ich natürlich nicht in den Videos zeigen sollte, bin ich sehr stolz drauf, dass ich das habe. Oder ich habe einen Sampler, The Night and the Fog, nachdem ich sehr, sehr lange gesucht habe. Ist halt nur Tribute to the real NS Black Metal Scene. Ja, über das Thema können wir jetzt wieder ein neues Topic aufmachen. Aber auf diesen Sampler bin ich auch sehr stolz, dass ich ihn irgendwann mal gekriegt habe, weil geile Bands, geile Mucke. Und auf dieses, das ist halt das... die Ironie bei der Sache, dieser Sampler The Night and the Fog, Teil 1 ist das, war damals abgedruckt in einem Buch, was ich 2005 gelesen habe. Das kennst du bestimmt auch, Unheilige Allianzen. Ja, ja. Klar. Und ich finde halt, dass das Unheilige Allianzen Buch, ich fand das damals zum einen sehr erschreckend, aber auf der anderen Seite auch schon wieder sehr faszinierend, wie untergrundig doch Musik sein kann. Dort geht es ja nicht ausschließlich um NS Black Metal und auch auf das Thema will ich jetzt gar nicht eingehen, wie das in dem Buch behandelt wird. Aber ich fand, mich hat das Buch so fasziniert und da war dieses Bild abgedruckt, das Cover von dem The Night and the Fog Sampler und ich wusste, ich will diese CD haben. Ich musste die haben und habe die wirklich Jahre gesucht und irgendwann habe ich sie mal durch Zufall, weil ich mal bei eBay irgendeinen angeschrieben habe, ob er das zufällig hat und der hat sie mir dann verkauft, ja. Da bin ich auch froh, dass ich die habe.
Und wenn ich jetzt bei dir einbrechen würde, was müsste ich klauen, um den größten Reibach zu machen? Man hat natürlich viel Musik aus der Riege, die ich gerade ansprach. Die sind aber nur deswegen so teuer, denke ich, weil du die nicht überm Ladentisch kriegst. Deswegen hast du halt immer irgendwelche Leute, die da viel Geld verlangen können und es Leute gibt, die das bezahlen. Also ich denke mal, wenn du da zugreifst, kannst du, wenn du weißt, wo du es loskriegst, wahrscheinlich den größten Reibach machen. Ansonsten halt, ja, so die Summoning-Sachen oder halt manche Tapes. Ich habe auch Gold Moon Tapes, wo du locker mal 100 € kriegen würdest für das Stück, ja. Also bei mir, wenn ich mal einen Wohnungsbrand habe oder sowas, dann wäre ich sehr, sehr unglücklich, wirklich. Das würde mir wirklich das Herz brechen. Das glaube ich auch, wenn, glaube ich, viele wertvolle Stücke ja, sich in Dampf auflösen. Und was ist denn so das seltenste, limitiertste Stück, was du hast? Also jetzt geh ich nicht davon aus, dass du mal selbst eine Gitarre in Hand genommen hast, ein Tape davon gemacht hast, dir das ins Regal gestellt hast. Das, so meine ich das jetzt nicht. Sondern was wirklich so, wo du sagst, okay, da gibt es vielleicht nur 10 Stück von und ich habe da eins von. Das ist auf jeden Fall eins von Drowning the Light. The Vampire Ciphers oder so heißt das, oder The Vampire Chronicles, weiß ich gleich gar nicht. Da musste man damals so ein Chiffre-Rätsel lösen und ganz schnell seine Lösung an den Asgore mailen. Das war halt ein Text von Drowning the Light, aber halt mit so Symbolen verschlüsselt, sage ich mal. Und habe ich natürlich nicht alleine gemacht, weil ich ziemlich begriffsstutzig bin. Mein besten Kumpel damals Hilfe bekommen. Und das Tape hat er mir damals aus Australien zugeschickt. Ich glaube, das ist limitiert auf 18 Stück. Das ist wirklich von ihm aufgenommen, von ihm auch gelabelt. Und davon gibt es nur 18 Stück. Wenn du da so ein Drowning the Light, Die Hard Fan hast, der zahlt dir da bestimmt 200-300 € dafür. Aber das ist so das Limitierteste, was ich habe, was mir jetzt so einfallen würde. Ja. Okay. Und du bist aber, wenn du sammelst, bist du nicht derjenige, der wirklich auf Suche geht zu ganz exklusiven Stücken. Also bei dir muss tatsächlich der Inhalt auch noch passen, Ja, ja? absolut. Also mir muss es noch gefallen. Ich kaufe mir jetzt nicht nur, damit ich es habe, irgendeine alte Absurdkassette, weil sie, was weiß ich, nur auf 50 Stück limitiert ist. Das ist zwar schön, wenn du sowas hast, wenn du da irgendwie günstig rangekommen bist, aber da, für solche Experimente fehlt mir einfach nicht das Geld, aber ich will dafür nicht das Geld ausgeben, weil für solche Raritäten werden einfach mega Mondpreise verlangt. Wie gesagt, käuflich ist letzten Endes alles, wenn du genug Geld hast und wenn du weißt, wo du es kriegst. Aber ja. Gab es mal so ein Ding, oder gibt es eine Sache, wo du sagst, scheißegal, was kostet, ich kaufe es? Gab es das bis jetzt? Ich habe mal eine Winterland-Platte gekauft, Welcome My Last Chapter, die Schweden-Platte, und das ist ein absolutes Meisterwerk, wahrscheinlich für viele das beste Metal-Album jemals aus Schweden, Winterland. Und für die, da gab es mal, also dieses Original nur auf CD erschienen, und es gab mal eine Auflage auf Vinyl. Ich weiß nicht die Limitierung auf wie viel, aber die war ganz schnell vergriffen. Und das Ding ist immer dreistellig im Preis. Wenn du es haben willst, das ist einfach so teuer. Das hat nichts mit Hysterie zu tun, das kostet einfach das Geld. Und für die habe ich mal 80 € ausgegeben, weil ich sie wirklich unbedingt haben wollte. Mir hat neulich einer, hat er mir eine Mail geschrieben und hat mir die allererste Auflage angeboten von For All Tid von Dimmu Borgir. Damals noch erschienen bei No Colors. Wirklich mit Poster. Also da gab es ja auch mal so eine Raubkopie ohne Poster. Und der hat mir das angeboten, das Original Top-Zustand mit Poster. Und ich habe dann auch so überschlagen und so, boah, das ist schon was, was ich wirklich sehr, sehr gerne hätte. Und er hat mir aber keinen Preis genannt. Und die haben eigentlich, lässt man den anderen eigentlich immer so ein bisschen aus der Reserve kommen. Dasselbe denkt er natürlich auch. Und ich sag mal, ich habe ihm, glaube ich, 70 € geboten. Aber er hat gesagt, nee, für das Geld gibt es auf gar keinen Fall ab. Und witzigerweise war eine Woche später, ich verfolge immer viel Geschehen, so bei eBay. Ich habe da so meine Favoriten eingekringelt und da kriege ich halt eine Benachrichtigung. Und witzigerweise war eine Woche später genau diese For All Tid, aber ohne Poster, wo es tendenziell auch das Bootleg hätte sein können, da müsste man sich mal genauer angucken, ist dann rausgegangen, ich glaube für 230 € oder so, die Erstauflage. Aber das mit Risiko, dass es vielleicht nicht das Originale gewesen Das wäre. stimmt, ja. Also ich sag mal, ich hätte ihm das. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Aber Wahnsinn. ich finde, wenn du solche
Beträge überweist. Ich setze mir immer ein Limit bei PayPal. Ich sage immer, alles, was über 20 Euro ist, mache ich nur mit Käuferschutz. Ich bezahle dann auch diese Gebühr für den Käuferschutz, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich dem jetzt nicht 70 Euro überweise und dann sagt er, ja, vielen Dank, und dann hörst du nie wieder was. Das ist, also ich habe mir so ein PayPal-Limit 20 Euro, alles darunter ohne Käuferschutz, alles darüber mit, weil irgendeine Sicherheit brauchst du. Und wir haben das Glück, dass wir PayPal nutzen können, dann mache ich das auch so. Ja, aber ja, hätte ja sein können, er schreibt mich an und weiß, dass ich ein besonderer Fan bin und dass es in gute Hände kommt und so. Aber ich verstehe das auch, du musst nicht 70 Euro annehmen, wenn du genau weißt, für das Ding kannst du einfach mehr aufrufen. Ja, es ist halt wieder so, ja, wer zahlt sowas und so, aber es ist halt die Muborgia und die Erstauflage von der, dann, die geht einfach für so viel Geld rüber. Da hätte ich aber auch tatsächlich mehr geschätzt. Bist du denn auch schon mal auf so einen Fehlkauf reingefallen? Hast du dir schon mal was gekauft, wo du sagst am Ende, oh, das habe ich mir mal ganz anders vorgestellt? Nee, noch nie. Also ich tue mich im Rahmen des Möglichen wirklich absichern. Wenn ich jetzt wirklich mehr Geld ausgebe, lasse ich mir viele Fotos schicken. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Mit dem Messenger irgendwie mal schnell ein Foto hinher schicken und dann bitte ich denjenigen auch, mal halt's doch mal gegens Licht, oder dass ich auch weiß, dass es wirklich seine ist, kann man ja auch hier machen, leg mal eine Tageszeitung daneben oder mach mal einen Videotext an, dass ich sehe, dass es wirklich bei dir ist, das Ding, nicht, dass du die Fotos da aus dem Internet hast. Also nee, ich habe da Glück gehabt, dass ich da noch nie reingefallen bin. Du hast manchmal so bei eBay Kleinanzeigen so Typen, die bieten dir da so ganz alte Sachen, wo ich auch als Sammler getriggert bin, so alte Sachen von Kristallnacht oder so, wo der dir das dann reinstellt hier, ja, für 25 Euro hier die allererste CD von mir aus Kristallnacht, wo ich mir schon sage, das kann nicht stimmen. Also das ist, für die CD kann man einfach mehr Geld aufrufen, ne? Das ist halt immer so. Mich stört das immer bei Discogs, wenn du genau weißt, die Platte ist jetzt erst neu, und die kann unmöglich jetzt schon bei 90 Euro liegen. Da hat einfach jemand einfach mehr eingekauft und will jetzt absahnen. Aber wenn du einfach alte Musik hast und weißt, du kannst da mehr Geld aufrufen, eben als jetzt in dem Fall, sage ich jetzt mal 25 Euro, dann lasse ich davon auch die Finger, weil da muss irgendwo ein Haken sein. Und ganz oft ist dann auch so, nee, PayPal habe ich nicht, bitte nur Überweisung oder so. Nee, dann hat sich's eh erledigt. Ja, das ist klar, das ist auch so ein Fluch bei den sozialen Medien mittlerweile, dass sie auch Tickets, wenn eine Veranstaltung ausverkauft ist, irgendwelche Fake-Accounts Tickets anbieten, die du dann auch mit Schnellüberweisung bezahlen musst oder so. Bitte Leute, lass davon die Finger weg. Es gibt PayPal mit Sicherheiten und derjenige, der euch ehrlich was verkaufen will, der nimmt auch, dass ihr euch die Sicherheit nehmt, nimmt er dann auch gerne in Kauf. Aber weil du vorhin gesagt hast, welches Teil ich denn gerne noch in meiner Sammlung hätte, also was ich wirklich scharf wäre, einfach so aus nostalgischen Gründen, wäre wirklich so eine Erstauflage von Death Like Silence. Irgendwas, Borsum oder auch, ja, am besten Borsum, die Asche, oder wird ja, ich habe jetzt mal gehört, es wird Asche wirklich ausgesprochen, die Aske, oder wirklich dann eben die, ja, also irgend sowas aus der Zeit, so eine Death Like Silence Sache, aber da gibt es halt so viele Bootlegs, die da im Umlauf sind und sowas, da müsstest du wirklich jemand mitkommen, der sich damit wirklich auskennt, irgendeinen alten Mettler, der das Ding vielleicht sogar selber hat und sagt, jo, kannst du kaufen. Also ich glaube, dann für so eine Rarität, das würde ich meiner Freundin dann natürlich nicht sagen, einfach weil sie da zwischenmenschlich ausflippen würde für das Geld, könnte man auch was Neues, Nützliches in der Wohnung kaufen. Aber ich denke, für so eine Platte würde ich auch vierstellig gehen, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade Erstauflagen. Das wäre aber wirklich tatsächlich mal interessant, rauszufinden, was sowas gehandelt wird. Ja, ja, da hast du ganz oft und bei eBay oder so, oder eBay Kleinanzeigen mal so solche Spaßanzeigen drin, wo einer so eine Platte reinstellt und dann irgendwie, ja, Restbestände von jemand, der damals dort oben war und dann durch einen Zufall an eine Kiste gekommen ist, die jetzt auf dem Heuboden verschimmelt ist und ich habe die gefunden und ja, das kennen wir doch schon. Ich frage mich immer so, dieser Low-Brainer Restbestände, was für Restbestände, wo sollen die herkommen? Also, nein, da gibt's keine Restbestände, die gibt's nicht mehr. Ja. Dann sollen die mal zu Bares für Rares gehen, die können das beurteilen. Glaube ich nicht. Gut, dann sind wir auch mit dem Thema deiner Sammlung durch. Ich habe jetzt mal eine ganz leichte, seichte, oberflächliche Frage an dich. Da kannst du aber auch gerne Zeit nehmen, die zu beantworten.
Wie ist deine Sicht auf die heutige Black Metal Szene? Positives wie Negatives? Meinst du jetzt bezüglich auf Releases oder auf so? Nö, generell. So, wenn du jetzt so als Black Metal Fan auf die Black Metal Szene guckst, Musiker, Labels, Fans, was ist positiv, was ist negativ, was stört dich, was findest du total geil, was hat sich verändert in all den Jahren, seit du Black Metal Fan bist? Also ich sage es mal, sagen wir mal die letzten 10 Jahre betrachtet, wo ich wirklich ganz intensiv Black Metal gehört habe. Also ich finde, dass sich die Szene wieder stark etabliert hat. Es gibt eine sehr lebhafte Black Metal Szene, finde ich, gerade hier im Osten. Also klar, wie du schon gesagt hast, man trifft viele Menschen immer wieder bei den Konzerten, aber die Konzerte sind voll. Du kannst hier Konzerte im Osten besuchen, Sachsen, Thüringen, gut, Sachsen-Anhalt auch, ja klar, aber Brandenburg, auch bei euch oben dann, wenn ihr die Stahlbetonkonzerte macht, würde ich auch gerne mal besuchen, schiebe ich immer ein bisschen vor mir her. Aber ich denke, die Black Metal Szene jetzt ist sehr lebendig. Du hast wahnsinnig gute Bands, die jetzt wieder emporkommen, die ihre Lobby haben und die ihre eigenen Labels haben. Also es passiert gerade sehr viel, finde ich, in der Black Metal Szene und es ist sehr schön, was da passiert. Du hast sehr viele anständige Menschen, die ich bei den Konzerten kennenlerne, die sich vorstellen, die mich durch den Kanal kennen und so. Du hast wirklich, also 99% sind keine Idioten, mit denen kannst du dich wirklich vernünftig unterhalten, mit denen kannst du ein bisschen mal ein Bierchen trinken. Das sind nicht irgendwelche Wochenendmetaller. Ich finde, dass die Black Metal Szene, so wie sie jetzt hier zumindest im Osten ist, eine ganz tolle Szene wieder geworden ist. Und ja, also in den alten Bundesländern, da bin ich nicht so viel bei den Konzerten, weil ich muss nicht sonderlich weit fahren für Black Metal. Das kriege ich auch hier. Eher ist es ja andersrum, dass die alten Bundesländerbewohner in den Osten kommen. Aber ich denke, auch drüben ist es in Ordnung. Aber es ist halt viel die Moralpolizei unterwegs, die dir dann verbietet, dort und dort das und das Konzert mit der und der Band zu machen, was ich total daneben finde. Deswegen, wir müssen uns hier im Osten nicht beschweren. Hier interessiert es keinen, also mal abgesehen vielleicht, wenn du jetzt mal Leipzig ausnimmst oder sowas, die Konzerte hier funktionieren, die laufen, die sind voll, dir geht keiner auf den Senkel. Ich finde, die Black-Metal-Szene zurzeit ist eine sehr schöne Szene. Ja, mir macht die auch unheimlich viel Spaß, auch in der Breite, wie Black-Metal mittlerweile aufgestellt ist, finde ich es hervorragend, weil unterschiedlichste Ausrichtungen, unterschiedlichste Bedürfnisse bei mir befriedigen. Da hast du mal, wenn du melancholisch bist, kannst du mal dieses Depressive Suicidal Zeug hören. Wenn du mal richtig geil drauf bist und ein bisschen Kopfnicken willst, machst du finnischen Black Metal an. Wenn du mal so ein bisschen Melancholie-Tiefe brauchst, dann gehst du in diesen Post-Black Metal rein. Also stimmt, ja. Das genieße ich voll und ganz und bin auch froh, dass es so breit aufgestellt ist, auch wenn viele das mit einem kritischen Auge betrachten. Jetzt hatte ich noch eine Frage, die ist jetzt weg. Warte mal. Na, kommt gleich bestimmt wieder. Während du nachdenkst, was mich zum Beispiel durch den Kanal ziemlich ehrt, ist, dass mir ganz oft Leute auch mal schreiben und sagen, guck mal, also der Hintergedanke ist natürlich, dass sie möchten, dass ich die Geschenke, die sie mir machen, auch mal in den Videos erwähne. Also, dass sie zum Beispiel sagen, ich habe da eine CD, hör doch da mal rein. Die sagen zwar dann natürlich dann dazu, muss nicht ins Video, aber wäre schon schön. Ne? Das ist auch selbstverständlich, finde ich. Also, ich mache das auch. Du wirst lachen. Wir haben, glaube ich, nur 3 Abonnenten oder so insgesamt und trotzdem passiert das uns auch schon. Ja. Also, wir bekommen auch schon regelmäßig ein Album, was ich da beim nächsten Mal vorstelle, ist von einer absoluten Lieblingsband von mir, wo ich ein Vorgängeralbum schon vorgestellt habe. Und die kommen aus Weißrussland. Oha. Und da hat die Managerin mich angeschrieben, hat gesagt, hier, du hast davon gesprochen, kriegst du mal das Album, hörst dir mal an. Und das wird irgendwann, ich glaube Ende August oder Mitte September oder was, veröffentlicht. Genau weiß ich das nicht. Auch ein hammerstarkes Brett, das stelle ich aber dann beim nächsten Mal vor. Da habe ich mich natürlich mega gefreut, weil von dieser Band bin ich schon seit Ewigkeiten Fan. Und wenn die dann Notiz davon nehmen und die das dann so, nur das Album einfach so zuschicken und sagen, hier, weil du uns erwähnt hast. Ganz toll, ganz toll. Das finde ich natürlich super geil. Ist so, ja. Also ich mache das auch gerne. Ich finde, der Kanal sollte auch eigentlich, war ja immer dafür gedacht, tolle Musik vorzustellen. Klar, kriegst du auch manchmal Musik, wo du denkst, boah,
Alter, nee, echt, das geht gar nicht. Da schreibe ich dann auch zurück und sage, weißt du was, lass gut sein, das bringt jetzt wirklich nichts, weil was soll ich hier über das Album sagen, das ist wirklich, das ist nichts, weißt du. Aber ich sage auch ganz oft dazu, ich sage, wenn ich das in dem Video bespreche, wenn ich es denn wirklich mit reinnehme und mir gefällt es nicht, dann sage ich es auch. Ja? Also es gibt ja manchmal so Sachen, die so weniger gut sind, aber das sage ich auch immer vorneweg, dass die Leute dann nicht enttäuscht sind, dass ich da keine Lobeshymnen abliefer. Aber das war auch immer ein bisschen die Idee von dem Kanal, wirklich Musik vorzustellen. Und wenn Bands sich dahinter klemmen und ein tolles Album machen, dann zeige ich das auch sehr gerne mit hoch. Und ich sage jetzt nicht wer, aber ich wurde schon mal von einem Schlagzeuger von einer sehr, sehr bekannten deutschen Black-Metal-Band angeschrieben. Und der hat mir geschrieben und gesagt, weißt du was, dein Kanal ist so klasse, ich habe hier ein paar echte tolle Sammlerstücke, die schicke ich dir jetzt einfach mal so aus Dankbarkeit zu. Aber bitte erwähn's nicht, sag's nicht, dass du die von wem du die hast. Die habe ich auch nie in dem Video erwähnt, mache ich auch nicht. Aber das war richtig klasse. Da habe ich dann ein Paket bekommen und wirklich so ein Stapel Vinyl, also das waren bestimmt 10 Stück und wirklich Sammlerstücke. Also nach denen ich mit hechelnder Zunge sonst vor der eBay-Auktion gesessen hätte und gesagt hätte, die will ich jetzt haben. Das war so das Krasseste, was mir mal passiert ist. Wenn derjenige das hört, vielen, vielen Dank nochmal. Ich habe mich damals so ergossen in Dankeshymnen. Das war bis jetzt so das Krasseste. Aber so oft ist das gar nicht. Also das ist ganz im Ernst, vielleicht einmal im Monat, dass mir jemand schreibt und sagt, hier, ich habe da was für dich. Aber das ist wirklich nicht oft. Also für alle, die da vielleicht etwas neidisch sind, so wie, ja, der kriegt ja ganz viel Musik geschenkt, ist nicht so. Also kommt vor, ja, aber mal abgesehen vielleicht von 4.0 Industries, die mir mal eine Gratisplatte reinpacken, ich werde nicht überhäuft, wie man das vielleicht denken mag. Was häufig passiert ist, dass die Leute anschreiben, hör dir die mal an, findest du die geil oder so. Das passiert schon mal. Das ist aber auch so ein Punkt, was ich auch unheimlich wichtig finde. Also mir ist es immer wichtig, dass der Podcast immer authentisch bleibt. Und ich, wenn du Musik promotest, weil du was dafür kriegst und nicht, weil du es geil findest, verlierst du die Authentizität. Und der Authentismus, also du wirkst auf jeden Fall authentisch und dir nimmt das ja auch jeder ab, dass du das wirklich gut findest, was du da besprichst oder so. Und das geht schnell verloren. Dann verlierst du die Glaubwürdigkeit. Und dann schließen wir den Bogen wieder zum Anfang der Sendung. Wenn plötzlich jemand merkt, Achtung, da lässt sich Geld mit verdienen, wenn ich Dinge erzähle, die andere wollen, dass ich sie erzähle. Stimmt, ja. Das ist so ein Stück weit Seelenverkauf, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Sache, da tue ich mich noch unheimlich schwer mit. Das ist auch das, was mich persönlich immer gestört hat, wenn ich mir zum Beispiel das Legacy durchlese und im Soundcheck ist auf Platz 5 gerade die Band, die auch die Titelseite gekriegt hat und eine Doppelseite drinne Reklame für das Album, da weißt du doch genau, dass... Jeder, der es weiß, da genau, kannst du was von abziehen. Jeder, der weiß, wie es funktioniert. Ja, und genau. Ich finde halt so, das ist auch etwas, was ich sehr oft zu hören bekomme, aber es wirkt nie abgedroschen. Ich bin auch selber dankbar, wenn ich Feedback kriege und sehr oft kriege ich das Feedback, dass die Leute sagen, mach bitte so weiter, du bist in dem, was du tust, authentisch. Und das ist ein sehr schönes Kompliment und das habe ich auch genauso vor, beizubehalten. Ich bin nicht käuflich. Schade. Ich wollte dir mein Garagentape zuschicken und ich kann gar kein Instrument spielen. Okay. Ja, wenn du einen Fuffi mit reinsteckst, dann... Ja, alles klar. Ja, klar. Jetzt überlege ich tatsächlich, eine Kassette einfach nur zu bedrucken mit so einem Oberkörperfreibild, ja, wo ich so einen Apfel in der Hand habe und... denkst du? Das muss doch ziehen. Nein, auf gar keinen Fall. Also, du hast doch eben noch behauptet, dass attraktive Cover, dass du die anziehend findest. Ja, genau. Spulen nochmal zurück. Du hast angefangen mit attraktiv und dann merkst du selber, ne? Ich denke nochmal drüber nach. Ich bitte darum. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich eben fragen wollte. Jetzt ist ja dieses Jahr echt wie Laterne unten oder Hund hinten, wie man so schön sagt. Trifft man dich noch irgendwo an dieses Jahr? Hast du noch irgendwelche Festivals, Konzerte, worauf du Bock hast, wo du vielleicht erscheinst oder wo du sicher auf jeden Fall auftauchen wirst? Jein, weil ich will jetzt gar nicht das Corina-Thema anschneiden, aber ich weiß, nur mal so, um das mal so abzureißen, ich weiß nicht, wer bei dem Thema recht hat. Ob Professor Drosten recht hat oder Attila Hildmann, jetzt mal überspitzt gesagt. Ich weiß nur, ich will es nicht haben. Und ich sag mal, ich bin
wie man sieht, etwas korpulenter. Ich habe schon immer Bluthochdruck. Ich weiß nicht, ob ich da in die Risikozielgruppe gehöre. Ich möchte es eigentlich dieses Jahr vermeiden, Indoor-Konzerte zu besuchen. Ich werde wahrscheinlich nicht, so es denn stattfindet, das Erase the Sun 4 besuchen. Einfach, ich arbeite im Gesundheitswesen, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine kranke alte Oma und ich will es wirklich einfach mal auf Nummer sicher gehen. Ich will mir es jetzt einfach mal verkneifen. Deswegen denke ich nicht bei einem Indoor-Konzert, dass ich dieses Jahr zu finden bin. Ich bin da jetzt mal ganz pragmatisch und sage, ich warte, bis ich die Impfe im Arm habe. Und was mich aber extremst anmacht, ist noch das Fimbul-Festival, sag mal das Ersatz-Dark-Troll, weil es ist Open Air, das ist genau wie das Barter, dort habe ich keine Bedenken, dort würde ich mich auch gerne niederlassen. Und wenn dann vielleicht das Fimbul-Festival oder wenn irgendwas Open Air stattfindet, es soll ja auch noch das Erase the Sun stattfinden, wenn das alles so stattfinden kann, was ich sehr, sehr hoffe, weil es ein mega tolles Festival, also Tagesfestival ist, Konzertreihe, wie auch immer. Ich werde wahrscheinlich trotzdem hinfahren und werde draußen mit ein paar Leuten quatschen und ein Bierchen trinken und so, aber alles halt, wenn es geht, draußen. Tut mir leid, ich bin einfach jetzt einfach mal vorsichtig. Ich will jetzt einfach mal vorsichtig sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer recht hat. Und wenn dann das Fimbul-Festival oder bei dem einen oder anderen Konzert zugegen, aber nicht vor der Bühne. Okay. Ja, Fimbul-Festival sehen wir uns eventuell. Bei mir steht das auch noch nicht hundertprozentig fest. Aber dann könnten wir Totenwache nochmal sehen. Nornia geht auch Mist, immer. Mist, jetzt habe ich das gesagt. Die müssen dann aber ganz überrascht tun, wenn ich dann doch vor der Bühne stehe. Also Totenwache dürfen sich das jetzt nicht anhören. Ich sage das dann. Die nächste Aufzeichnung mit Totenwache findet noch vor dem Fimbul-Festival statt. Ich werde ihn in der Sendung darauf hinweisen. Macht Sinn, genau. Gut. Dann sind wir soweit durch, wenn ich auf die Uhr schaue. Was haben wir denn jetzt? Bei mir steht 1,52. Schau mal gerade. Ja, bei mir steht auch 1,52. Dann können wir ja langsam zu den Alben kommen, die wir jedes Mal vorschlagen. Und natürlich hast du da das erste Wort. Welches Album hast du uns mitgebracht? Ich habe uns zwei Alben mitgebracht. Eins. Ja, aber wir fangen mit einem an. Wir machen das im Wechsel immer. Okay. Das erste Album, wenn wir schon mal beim Thema Geschenke sind, hat mir der Mensch von Deister Records geschickt. Deister Records ist ein Tape-Label, die ganz coole Alben rausgebracht haben. Ist ein kleines Tape-Label, der sich sehr viel Mühe gibt. Und das ist aber nicht von ihm. Das ist erschienen bei Terror Records. Terror Records ist auch so ein Label, wo ich mit vielen Bands nicht warm werde. Aber das, was er mir da geschickt hat, kann sich wirklich hören lassen. Und das ist Deister Dämon. Also nicht Geisterdämon mit G, sondern mit D wie Dora. Deisterdämon. Und das Album heißt Media Vita in Morte Sumus. Ja, ist jetzt erschienen bei Terror Records. Und das ist mal ein richtiges, geiles, voll in die Fresse Brett Black Metal. Also wenn du so auf Marduk stehst, sage ich jetzt mal, oder von mir aus auf, ach komm hier, Wolfsschrei oder Silberbach von mir aus. Sowas, also dieser richtig geile, straighte, schnelle deutsche Black Metal. Soweit ich weiß, ist hier einer dabei von Gebrechlichkeit, die ich gar nicht so knülle finde, zumindest das, was ich von denen kenne. Ja, ich hab die mal live erleben dürfen. Ja, das ist mir auch bleibend in Erinnerung geblieben. Eher nicht so, ne? Habe ich schon gehört, ja. Aber das Deister-Dämon-Album, das hat mich echt überzeugt. Habe ich gehört, hat er mir geschickt und ich dachte, boah. Ist cool. Also wenn ihr mal wieder richtig einen in die Fresse braucht, dann hört euch Deisterdämon an. Gefällt mir. Ja, dann danke ich mal für den ersten Plattentipp. Ich überlege, welches ich denn jetzt zuerst nenne. Pass auf, ich bin in Griechenland und da gibt's ja nicht viel außerhalb von Lucifer's Schalt und Rotting Christ. Oh. Hast du schon mal Human Serpent gehört? Ja, Human Serpent habe ich noch gehört und habe ich sogar, glaube ich, in meiner Playlist drin. Aber bei mir geht's jetzt um Jovel. Mhm. Jovel hat ein Album 2018 rausgebracht. Die haben kein Label. Das haben die also alles selber gemacht. Und Jovel ist, ja, wie man griechischen Black Metal halt so kennt, sehr rhythmisch, sehr melodisch. Aber mit ganz vielen Tempowechseln. Also du kommst von einem Kopfnicker-Part in den nächsten. Die ersten drei Takte verpasst du, weil du dann erst merkst, Achtung, da hat sich was getan. Aber das ganze Album ist komplett, du könntest an der Theke stehen, Bier trinken und mit dem Kopf nicken, durchgehend, weil dich die Rhythmen und die Melodien
Ja, da kannst du nachmarschieren. Also wenn ich noch bei der Bundeswehr wäre, war ich mal, anno dazu mal, das ist ein anderes Thema, da kannst du, würde ich mir das Album reinknallen, dann läufst du die 20 Kilometer in Rekordzeit. Mega. Okay. Also richtig gut. Jovel, griechischer Black Metal. Wie das Album heißt, kann ich dir Jovel, Yovel. Okay. Wie das Album heißt, kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil selbst Google-Übersetzer diese komische Schrift nicht erkannt hat. Ich habe es auf Griechisch probiert und ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Habe ich mir heute Morgen im Auto nochmal gehört, weil ich mir gestern Abend nicht sicher war. Griechischer Black Metal ist halt immer so eine Sache, ne? Viele halten das, fehlen nur die Steel Drums, sagen einige, aber das wäre Jamaika. grundsätzlich, also Empfehlung, finde ich gut. Okay, ja, muss ich mal reinhören, klingt gut. Ja, kannst du machen, wenn du unsere sozialen Medien im Auge behältst. Du weißt, dass wir teilen unsere Alben, die wir noch besprochen haben, immer mal wieder. Ja, dann kommen wir mal zu deinem zweiten Album, mein Lieber. Habe ich in letzter Zeit wieder sehr häufig gehört. Ich will ja nicht immer so durchschaubar wirken in Sachen Black Metal und Griechenland. Griechenland sage ich schon, in Sachen Finnland. Jetzt kommen wir mal zu etwas, was nicht Black Metal ist, aber so, ich würde schon sagen, die Black Metal-Thematik aufgreift. Und das ist Waldträne. Waldträne, manch böse zu... Oh, beste Grüße an Hörder. Da weiß ich, der hört jede Folge und der war auch schon bei uns zu Gast. Die zweite Folge, wer es wissen will. Das siehst du, ja, das ist nicht mal abgesprochen. Waldträne ist, böse Zungen würden wahrscheinlich sagen, heidnischer Schlager. Nee, es ist einfach mal Liedermachermusik. Also da steht ein Mann mit einer Gitarre und eine Frau mit einer Flöte. Beide können wundervoll spielen und singen. Und sie bringen dir die Edda-Thematik näher. Und ich habe mich entschieden für das Unter Wolfes Banner Album. Das ist jetzt noch das aktuelle Album, soweit ich weiß. Denn der, ich glaube, es war sogar der Irrsinn, der das neue Album aufgenommen, gemixt, gemastert, schlag mich tot. Irrsinn war auch schon zu Gast in unserer Sendung. Das stimmt, die habe ich mir angehört, die Folge. Der Typ ist so genial. Der ist, ich mag den so gerne, das ist jemand, dem hört man zu und du kannst ihn 3 Stunden reden lassen und dann spiel denselben Song nochmal. Nee, der ist wirklich klasse. Und ich werde ihm sagen, er soll besonders auf diese Folge achten. Ja, sehr. Also es kommt nämlich das neue Waldträne-Album jetzt demnächst raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und deswegen nochmal hier der Shoutout. Das letzte Album Unter Wolfes Banner ist echt faszinierend. Das ist wie eine Geschichte, die dir hier erzählt wird. Es wird zu einem Fremden gesprochen. Ein Fremder aus einer anderen Zeit, sag ich mal, der auf eine Gruppe von Leute aus dieser Zeit, die hier besungen wird, trifft. Ich sage es mal, aus der Zeit der Skalden, der Germanen und der Helden und was weiß ich nicht alles. Und der Sänger von Odröria redet mit dem Fremden. Und der Fremde bist eigentlich du in dieser Szene. Also er spricht zu dir. Und das ist einfach nur schön, dass du hier so mitgenommen wirst auf dieses Album. Und die Texte sind klasse. Also man bringt dir hier wirklich alte Heldensagen und alte Geschichten und Skaldenlieder und die Edda. Man bringt es dir hier einfach spielerisch näher auf eine Liedermacherart. Und das Album kann ich wärmstens empfehlen, Unter Wolfes Banner von Waldträne. Ja, Waldträne, ich freue mich auch immer, wenn die irgendwo live auftreten. Lässt sich immer schön angucken, ist gemütlich, man erdet sich ein bisschen. Und die beiden können wirklich toll singen und sind auch nebenbei auch noch richtig nette Leute. Ja, ich habe mal bei den... Und das sage ich nicht nur, weil ich weiß, dass sie sich das anhören. Ich habe mal bei den Frostfeuernächten etwas länger mit den beiden gesprochen. Sehr unterhaltsam, sehr, sehr sympathisch, die beiden. Auf jeden Fall. Ja, das ist so. Das ist so. Gut, dann komme ich zu meinem letzten Vorschlag. Woran denkt man, wenn man an kalten Knüppel Black Metal... Immortal. ...denkt? Ja, an welche Nation, welches Norwegen. Land? Richtig, wir sind in Kalifornien. Und ich muss sagen, nachdem ich ja letzte Folge mit Super Satan die Büchse der Pandora der bekloppten Namen aufgemacht habe, bin ich jetzt bei Minenwerfer. Boah, die sind geil. Aber kennst die alten Pässe. Die, ja! Genau, die wollte ich gerade besprechen. Genau, ja, boah, die habe ich hier gerade vor mir. Die ist so geil. Du, und das war so ein Ding, so ähnlich wie du mir das erzählt hast letztens. Ich habe die echt vorgeschlagen gekriegt von ein paar Leuten, von ein paar Wochen schon. Und
Und bei Facebook sind die alle, die ganzen Leute sind ausgerastet wegen diesem Album. Ja, ich auch. Und ich habe mir die nie angehört. Ich habe die dann mir besorgt und habe die ganze Zeit unter Ferner lief nie angehört. Und jetzt die letzten Tage denke ich, Mensch, die wolltest du doch mal anhören. Aber das Ding ist, es gibt kaum ein Album, was ich gehört habe, was so Feuer unterm Arsch hat, aber gleichzeitig so melancholisch, melodisch ja, ist absolut. Und so tief berührt, das hat mich absolut fasziniert, das Ding. Und das läuft jetzt echt die letzten Tage schon ein paar Mal in meinem Auto. Das hat hin und her. Das hat super schöne Momente ohne Gesang. Ja, absolut. Ab und zu auch die Akustikgitarre zwischendurch. Ja, ja. Und die behandeln ja den Ersten Weltkrieg. Ja. Und ich finde die Namen der beiden, die das machen, finde ich großartig. Hast du die schon mal gelesen? Ja, der eine heißt Generalfeldmarschall Kriegshammer und der andere Wachtmeister Verwüstung. Aber, und die kommen aus Kalifornien, können alle kein Wort Deutsch. Genau das war der Grund, warum ich das immer gemieden habe. Ich dachte, das ist dieser ganz plakativer NS-Black Metal, der einfach Kacke ist. Und dann, jeder hat mir gesagt, hör dir dieses Album an. Und mich hat das umgehauen. Mega, ist gut. Und du sagst NS Black Metal, also die spielen schon viel mit Militaria auf dem Album, das ist schon so. Also das, da muss man dann offen für sein, die Motivation dahinter ist halt Erster Weltkrieg, die möchte ich auch nicht beurteilen. Ich will nur sagen, dass ich dieses Album unbedingt, der es noch nicht kennt, unbedingt. Aber so oft wie das rumgegangen ist, glaube ich, gibt es keinen da draußen, der es noch nicht gehört hat. Ich gebe jetzt mal an mit ganz gefährlichem Halbwissen. Bei der Vinyl- oder Tape-Version hat der Sänger von Marvorim, der Baptist, einen Song mitgesungen. Ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht sicher, ob ich jetzt komplett richtig oder komplett daneben liege. Ich meine, dass der Baptist bei einem Song da irgendwie mitgemischt hat. Hat er mir mal erzählt, ja. Muss ich nochmal googeln. Ja, dann google das mal. Wollte ich gerade sagen, hast du nicht mal mit dem gesprochen? Ja, wir sind ganz dicke, also wir mögen uns voll gerne, wirklich. Das ist ein ganz, ganz lieber, wirklich, der ist so sympathisch, also viele Grüße an der Stelle. Der ist auch letztes Jahr durch die Decke gegangen mit Marvorim, ja. Ne? Ich glaube, letztes Jahr ging das los mit Marvorim, da wollte jeder, war total scharf. Naja, ich fand mit der König ist tot, mit der EP ist der Knoten richtig geplatzt und dann auf jeden Fall mit der Silent Legacy in der Armor. Ja. Er hat halt so ein Vakuum bedient, ne? Was gerade so in der Musikrichtung irgendwie gerade zugegen war. Ne? Du weißt, welche Band es jetzt wahrscheinlich zweimal gibt und die Band. Und er hat das irgendwie, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Style und der ist so lieb, wirklich, das ist so ein prima Mensch, echt, den könnte ich den ganzen Tag um mich haben. Tja, vielleicht lerne ich ihn auch mal irgendwann kennen. So, mein Lieber, Sendung ist durch. Möchtest du noch etwas sagen oder hast du ein Fazit für uns? Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Es war für mich auch was Neues. Ich war ein bisschen nervös am Anfang, aber hat Spaß gemacht. Und ich danke dir vielmals für die Einladung. Ich danke dir den Zuschauern, die das gewünscht haben, dass ich ja auch mal zu Gast sein darf. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Also vielen Dank für den schönen Podcast, für den Abend und jederzeit wieder. Das klingt gut. Vielleicht komme ich ja nochmal auf dich zurück. Ich bin jetzt lange Zeit erstmal alleine. Ja, schade drum, echt. Aber das Format hier muss weitergehen. Ja. Gut, mein Lieber. Dann sehen und hören wir uns bestimmt nochmal. Und an die Hörer da draußen. Die nächste Folge ist mit Totenwache. Freut euch da jetzt schon drauf. Thema wird dann sein Gitarren-Equipment bei einem Black-Metal-Konzert. Mhm. Wird also wieder sehr nerdig, aber wir haben festgestellt, das kommt ganz gut bei euch an und dementsprechend freue ich mich da sehr, auch wenn ich da null Ahnung habe davon. Ja, dann war es das wieder. Das war die Folge 16 des Hartschnack-Podcasts und bis in zwei Wochen. Bye. Ciao.